Because wind and solar energy are variable, it is mainly provided by dispatchable generation and energy storage. Day or night, city or village, summer or winter, energy needs to be available at any time and anywhere. Sector coupling brings renewable energy into industry, transport, and other sectors of society. Energy is a lifeline of society. An affordable energy supply is essential for its functioning. Far-reaching investment decisions need a stable and reliable framework. Digital technologies enable an integrated and efficient energy system. Grid connection, 5G or water supply. Energy plants require modern infrastructure. VGB proposes 8 strategic fields of action to implement the future energy system. Renewables should be used as efficiently and sustainably as possible. Flexibility of the energy system is required because wind and solar energy are variable. It is mainly provided by dispatchable generation and energy storage. Day or night, city or village, summer or winter, energy needs to be available at any time and anywhere. Sector coupling brings renewable energy into industry, transport, and other sectors of society. Energy is a lifeline of society. An affordable energy supply is essential for its functioning. Far-reaching investment decisions need a stable and reliable framework. Digital technologies enable an integrated and efficient energy system. Grid connection, 5G or water supply. Energy plants require modern infrastructure. VGB proposes 8 strategic fields of action to implement the future energy system. Renewables should be used as efficiently and sustainably as possible. Flexibility of the energy system is required because wind and solar energy are variable. It is mainly provided by dispatchable generation and energy storage. Day or night, city or village, summer or winter, energy needs to be available at any time and anywhere. Sector coupling brings renewable energy into industry, transport, and other sectors of society.
Energy is a lifeline of society. An affordable energy supply is essential for its functioning. Far-reaching investment decisions need a stable and reliable framework. Digital technologies enable an integrated and efficient energy system. Grid connection, 5G or water supply. Energy plants require modern infrastructure. VGB proposes 8 strategic fields of action to implement the future energy system. Renewables should be used as efficiently and sustainably as possible. Flexibility of the energy system is required because wind and solar energy are variable. It is mainly provided by dispatchable generation and energy storage. Day or night, city or village, summer or winter. Einen wunderschönen guten Tag aus Essen. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Veranstaltung beim VGB. Mein Name ist Julia Modenbach und ich freue mich, dass ich Sie heute durch dieses Programm führen darf. Erlauben Sie mir zu Beginn einen kleinen organisatorischen Hinweis. Wir sprechen heute auf dieser Veranstaltung hauptsächlich Deutsch. Es wird jedoch durchgängig eine englische Simultanübersetzung angeboten. Wenn Sie die Veranstaltung lieber auf Englisch verfolgen möchten, schalten Sie bitte auf den englischen Audiokanal. Okay. Sie wissen es alle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 2020 ist bisher ein sehr spezielles Jahr gewesen, aus eher weniger schönen Gründen. Für den VGB ist 2020 jedoch ein ganz besonderes Jahr, und zwar aus einem wirklich tollen Grund. Der VGB feiert einen runden Geburtstag, der nur sehr wenigen vergönnt ist. Der Verband wird 100 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch! Es wäre sicherlich mehr als angemessen gewesen, wenn wir dieses wirklich tolle Fest heute mit Ihnen allen gemeinsam persönlich in einem großen Jubiläumsfestakt hätten begehen können, hier in Essen am VGB-Campus. Doch das Jahr 2020 hat uns allen ja auch schon sehr viel Geduld, sehr viel Langmut und auch sehr viel Kreativität abverlangt. Und deshalb waren sich die Kolleginnen und Kollegen des VGB sehr schnell einig, was mit diesem 100-jährigen Jubiläum zu passieren hat. Das Fest darf auf keinen Fall ausfallen, es wird in den virtuellen Raum verlegt. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam ein bisschen Feier- und Jubiläumsatmosphäre schaffen. Schnappen Sie sich ein Schnittchen von unserem virtuellen Buffet. Ja, vielleicht gehen Sie besser in Ihre heimische Küche. Stellen Sie ein kühles Getränk bereit und dann begrüßen Sie bitte mit mir den ersten Redner des heutigen Tages, den Vorsitzenden des Vorstandes des VGB Powertech, Herrn Georgios Stamatilopoulos. Bitte sehr. Hallo, vielen Dank, Frau Modenbach, für die Einleitung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin nicht sehr weit davon entfernt, der Corona-Situation dankbar zu sein. Haben in den letzten Jahren ca. 300 interessierte Kollegen an unserem VGB-Kongress teilgenommen, haben sich aktuell ca. 500 elektronisch registriert. Ist es nicht toll, in der Praxis zu sehen, wie aus einer Krise eine Chance entsteht? Wir vom VGB sind auf alle Fälle, diese Veranstaltung als Chance. Der Verband feiert heuer sein 100-jähriges Jubiläum. Corona-bedingt werden wir den feierlichen Teil dieses Jubiläums hoffentlich erst in 2021 nachholen. Für heute begnügen wir uns mit dem Rückblick auf das Geleistete der letzten 100 Jahre
und dem Ausblick auf die kommenden Herausforderungen der Zukunft. Den Rückblick werde ich alleine vorstellen. Für den Ausblick haben wir Unterstützung organisiert. Simone Peter, Rolf-Martin Schmitz, Manfred Fischedick und David Preisson werden uns mit ihrer Sichtweise auf das Energiesystem der Zukunft bereichern und im Anschluss werden wir alle gemeinsam in einer Diskussionsrunde über das Vorgestellte reflektieren. An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders beim Oberbürgermeister der Energiestadt Essen bedanken, Herr Thomas Kufen, der diese Veranstaltung heute unterstützt. Wäre ich in diesem Jahr nicht selbst 50 geworden, würden mir die 100 Jahre vom VGB als sehr lange erscheinen. Mit Sicherheit waren sie nicht langweilig. Als Reaktion auf einen schrecklichen Unfall mit vielen Toten im Jahr 1920 in Leuna gegründet, hat der Verband als Ziel gesetzt, technische Expertise zu entwickeln, um die Versorgung mit Strom und Wärme sicher und zuverlässig zu gestalten. Später kamen die nicht minder wichtigen Ziele der Umwelt- und Ressourcenschonung und der Effizienz hinzu. In allen diesen Bereichen hat der VGB und mit ihm auch die Mitgliedsunternehmen beachtliche Erfolge vorzuweisen. In Sachen Arbeitssicherheit verbesserte sich die Branche kontinuierlich. Unfälle mit Schäden für Menschen und Umwelt sowohl in der Bau- wie in der Betriebsphase von energietechnischen Anlagen sind äußerst selten. Viel wichtiger, der VGB hat dazu beigetragen, Prozesse und Methoden zu entwickeln, die den Betrieb solcher Anlagen sicher machen. Die Zuverlässigkeit der Stromversorgung ist ebenfalls heute auf einem sehr hohen Niveau. Durchschnittlich 17 Minuten Stromunterbrechung pro Jahr in Deutschland gehören zu den Spitzenwerten weltweit. Auch, und das darf man gerade in diesem Jahr betonen, in schwierigen Zeiten, wo die Pandemie die meisten ins Homeoffice schickt, hat die Zuverlässigkeit der Energieversorgung keineswegs nachgelassen. In Sachen Umweltschonung möchte ich in Erinnerung rufen, dass unsere Branche die Klimaziele 2020 bereits im Jahr 2019 erreicht hat. Und dieses Erreichen ist von zwei sehr wichtigen qualitativen Merkmalen gekennzeichnet. Wir hatten mit 40% Reduktion ein sehr ehrgeiziges Ziel im Vergleich zum Gesamtziel 30% Reduktion für die anderen Branchen Verkehr, Industrie, Gebäude und Landwirtschaft. Und unsere Zielerreichung war kontinuierlich, nicht auf einen singulären Effekt wie die Wiedervereinigung Deutschlands zurückzuführen. Es war eben das Ergebnis einer Veränderung der Branche. Zum Ziel Wirtschaftlichkeit gibt es viele Beispiele wie Standardisierung, Scale of Economy und Prozessoptimierung, die Stromerzeugungskosten reduziert haben. Ich habe mir heute erlaubt, zwei Beispiele aus den Erneuerbaren auszuwählen. Den Solarpark Veso in Brandenburg, der mit einer Leistung von über 180 Megawatt Peak aktuell in der Bauphase sich befindet, und den Offshore-Windpark Het Reit in der Nordsee, der mit einer Leistung von 900 Megawatt in der letzten Projektentwicklungsphase und vor der Investitionsentscheidung steht. Beide haben gemeinsam, dass sie keine Förderung brauchen werden. Es gibt keinen besseren Beweis für die erreichte Kostenreduzierung und die Marktreife der Erneuerbare. Aber es ist auch kein Zufall, dass ein Mitgliedsunternehmen vom VGB solche Investitionen wagt. Sie sehen, meine Damen und Herren, die Reise bis jetzt war interessant und sehr lehrreich. Und wir wissen es seit der Zeit in der Schule, der eine lernt schneller, der andere langsamer. Aber wir können heute ruhigen Gewissens sagen, dass die gesamte Branche die disruptive Wirkung der Erneuerbaren verstanden und sich entsprechend angepasst hat. Die Ingenieure, die unsere sehr vielen Anlagen des zukünftigen Energiesystems digitalisieren werden, digitalisieren müssen, werden wir brauchen. Die Techniker, die evolutionär in der täglichen Praxis die technische Verfügbarkeit dieser Anlagen weiter hochschrauben werden, werden wir brauchen. Auch den Verband mit seiner Standardisierungsmethodik und seiner Neutralität unter Mitgliedern werden wir auch brauchen. Es gibt auch Themen, die wir alleine nicht stemmen können. Wir haben im letzten Jahr als VGB 8 Handlungsfelder definiert, die aus unserer Sicht essentiell für das Gelingen der Energiewende sind. Ich erwähne sie hier stichpunktartig und hoffe, in der Diskussionsrunde ein bisschen ausführlicher darauf eingehen zu können.
Erstens weiterer massiver Ausbau der erneuerbaren Energien. Mittlerweile hat jeder verstanden, dass ohne diesen Ausbau das Erreichen der Klimaziele nicht möglich ist. Leider wurden die Weichen für den weiteren Ausbau noch nicht optimal gestellt. Beweis dafür die aktuelle Diskussion über die neue EEG-Novelle. Stärkung der Flexibilität im Energiesystem. Dabei spielt die Bereitstellung von regelbarer, disponibler Leistung eine zentrale Rolle. Nur mit volatiler Erzeugung werden wir es nicht schaffen. Drittens, flächendeckende Digitalisierung, damit wir die vielen Anlagen des zukünftigen Energiesystems optimal einsetzen können. Unsere Hausaufgaben in diesem Feld erledigen wir in den Mitgliedsunternehmen, aber auch beim Verband. Zum Beispiel startet heute der VGB für seine Verbandskommunikation ein neues Tool. Auf das bekannte MyVGB wird eNet als gemeinsame digitale Arbeitsplattform der Geschäftsstelle und aller beim VGB engagierten Mitarbeitern der VGB-Mitgliedsunternehmen. Man hätte alle diese 8 Punkte mit einem Satz zusammenfassen können. Wir brauchen mehr Verständnis von Technologie und energiewirtschaftlichen Zusammenhängen in der Politik und in der Gesellschaft. Wenn man das hat, dann kommt man unter den heutigen Rahmenbedingungen automatisch auf diese 8 Punkte vom VGB. Der VGB wird auch in Zukunft sich einsetzen, um technologie- und energiewirtschaftliches Verständnis zu unterstützen. Ich bin für die kommenden Jahre, es wäre anmaßend hier über die nächsten 100 Jahre zu sprechen, optimistisch für unsere Branche. Denn fast jede Zukunftsdiskussion fängt an und endet mit der wachsenden Rolle von Strom in allen Lebensbereichen. Und Strom können wir, besser als die meisten. Das ist die motivierende Botschaft. Fakt ist aber auch, dass wir vieles vor der Brust haben. Die Arbeit und die Anstrengung werden nicht ausbleiben. Ich wünsche uns allen ein interessantes Online-Event. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Stamatilopoulos, für diese eröffnenden Worte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir senden hier live heute vom Energiecampus. Und der Energiecampus, das VGB, ist in einer der schönsten Ecken der Stadt Essen beheimatet, nämlich im Deilbachtal zwischen Kupferdreh und Dildorf. Zusammen mit der Kraftwerksschule und der Kernkraftwerks-Simulator-Gesellschaft bildet der VGB hier den Energiecampus Deilbachtal. Hier schlägt das verbandstechnische Herz der Energiehauptstadt Deutschlands, denn das ist die Stadt Essen. Ich freue mich daher sehr, dass wir heute einen ganz prominenten Gratulanten hier im Deilbachtal begrüßen können. Der Oberbürgermeister der Stadt Essen, Herr Thomas Kufen, lässt es sich nicht nehmen, dem VGB zum 100-jährigen Jubiläum zu gratulieren. Daher begrüße ich nun ganz herzlich den Oberbürgermeister der Stadt Essen, Herrn Thomas Kufen, für seine Grußworte und Gratulationen. Dankeschön, Herr Kufen. Herzlichen Dank. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne gekommen hier zu Ihnen und grüße natürlich alle Ehrengäste, aber vor allen Dingen die Online-Zuhörerinnen und Zuhörer, die Gäste, die zugeschaltet sind. Ein tolles, stolzes Jubiläum, 100 Jahre VGB Power Tech e.V. Und ich finde, dieses Jubiläum ist eben genau anders zu feiern. Ja, in diesem Jahr sicherlich anders, als es geplant war. Die Corona-Pandemie zwingt uns andere Formate auf. Aber umso wichtiger ist es ja, dass wir gleichwohl lernen, mit dem Virus zu leben und uns auch ein bisschen die Feierlaune über das stolze Jubiläum nicht verleiden lassen. Ich bin froh und erleichtert, dass unter den strengen Hygienemaßnahmen, die heute gelten, wir gleichwohl beisammen sind. Nicht in körperlicher Präsenz, sondern in digitaler Form. Daher begrüße ich sehr, sehr herzlich als Essener Oberbürgermeister zu Ihrem Jubiläum, spreche die herzlichen Glückwünsche aus als Oberbürgermeister der Energiemetropole Europas, der Stadt Essen. Ja, Essen ist das Powerhouse of Europe. Hier ist die Schaltzentrale der deutschen Energiewirtschaft. Man kann sogar sagen, auch der europäischen Energiewirtschaft. Hier werden maßgebliche Entscheidungen vorbereitet und getroffen. Egal, ob es Energiegewinnung, Verteilung, Versorgung, Management oder eben hier in Ihrem Falle Schulung, Bildung und Vorbereitung ist. Zahlreiche Keyplayer,
des europäischen Marktes haben hier traditionell ihren Sitz. Ob die RWE AG, die E.ON SE oder die Evonik GmbH AG, genauso wie die STEAG GmbH, sind hier nationale und internationale wichtige Player. Aber zunehmend spielen auch die erneuerbaren Energien eine ganz wichtige Rolle. Und der Bestandteil der Essener Energiewirtschaft ist also nicht nur fokussiert auf viele große, sondern insbesondere mittlerweile auch auf viele kleine und mittelständische Unternehmen, die sehr innovativ in den vergangenen Jahren gewirkt haben. Also Essen bietet einiges. Und das komplettiert wird das Bild durch unsere Messe Essen, die mit der eWorld Energy and Water eine der Leitmessen entwickelt hat zum Thema erneuerbare Energien und Wasserwirtschaft. Alle Forschungs- und Entwicklungsergebnisse, künftige Marktentwicklung von Energieträgern kann man sich dort schon in Praxis und mit vielen Experten darstellen und erläutern und ansehen. Die Global Player der internationalen Energiewirtschaft geben sich hier ein Stelldichein und Essen konzentriert eben unternehmerische Entscheidungen und technische Innovation und Know-how der Energiewirtschaft auf einem sehr begrenzten Raum in unserer Stadt Essen. Diese geballte Kompetenz wird gerade durch den VGB Powertech e.V. unterstützt und bereitet. Also eine starke Tradition, 100 Jahre, aber 100 Jahre eben auch Kompetenz in der Wandlung. Denn wir reden heute ganz anders über das Thema Energie, Energieeffizienz, als es vor 100 Jahren war. Und wir werden in den nächsten Jahren wieder uns neuen Themen zuwenden müssen. Also 100 Jahre heißt auch, in der Veränderung zu bestehen, sich selbst treu zu bleiben, am Markt erfolgreich zu agieren und gleichzeitig sich immer wieder neu in Herausforderungen zu stellen. Wer kann das schon sagen über 100 Jahre? Also großes Kompliment und ein herzlichen Glückwunsch. Sie können sich vor allen Dingen in Ihrer Arbeit auf ein breites Netzwerk nationaler und internationaler Unterstützer, Freunde und Begleiter stützen. Ich glaube, das macht den besonderen Wert von VGB Tech aus. Insofern mit dem Campus hier im Dalbachtal haben Sie eine hervorragende Plattform geschaffen für den Austausch und für die Entwicklung von Technologien und im praxisnahen Bereich bewiesen. Also das Thema Innovation und Know-how, aber eben auch die kurzen Wege zu den Entscheidungsträgern und zu den Erfindern sind hier geebnet. Insofern gehe ich ganz, ganz fest davon aus, es werden noch viele weitere erfolgreiche Jahre hinzukommen. Herzlichen Glückwunsch im Namen der Stadt Essen, darf ich sehr herzlich überbringen als Oberbürgermeister der Stadt Essen. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Kufen, für Ihre Glückwünsche und Gratulationen für das 100-jährige Jubiläum des VGB Powertech. Tradition und Innovation, das schließt sich ja eigentlich aus, oder nicht? Beim VGB auf keinen Fall. Beim VGB ist man aus Tradition innovativ. Seit über 100 Jahren treiben nun die Mitglieder des VGB Innovationen im Energiesektor voran. Die Mitglieder tüfteln, erfinden, verbessern. Und die besten Innovationen werden, und auch das ist eine gute Tradition hier beim VGB, jährlich geehrt mit dem VGB Innovation Award. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, Herr Stamatilopoulos, wer die diesjährigen Preisträger sind. Sie werden es uns gleich verraten. Vielen Dank. Ich komme jetzt zu einem Teil der Veranstaltung, der mir sehr am Herzen liegt, den Auszeichnungen für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Erzeugung und Speicherung von Strom und Wärme. Es geht bei der folgenden Auszeichnung ganz wesentlich darum, innovative und wegweisende Ideen und Arbeiten von jungen Mitarbeitenden auszuzeichnen. Also von engagierten Beschäftigten, die am Beginn ihrer beruflichen Karriere stehen. Und wir wissen alle, wie wichtig solche Förderung des Nachwuchses ist, auch für unsere Branche angesichts der demografischen Entwicklung und auch der Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt für die Unternehmen ist. Der VGB und die VGB Forschungsstiftung sind hier seit Jahren sehr aktiv. Seit 1981 wird jedes Jahr der VGB Innovation Award verliehen, also heute zum 40. Mal, aber zum ersten Mal digital. Die Preisträger dieses Jahres sind per Video zugeschaltet und ich möchte zuerst Herrn Dr. Florian Müllenbruck aufrufen.
Sie mal an. Herr Möllenbrock? Ja, das ist normal so in Online-Events, ja, hoffe ich zumindest. Vielleicht funktioniert die Schaltung nach Tschechien einfacher als die Schaltung nach Essen. Das, aber ich höre ihn schon, ja? Oder? Ja, vielleicht schreiten wir digital voran und verleihen wir ihm den Award, auch wenn er nicht zugeschaltet ist. So, die VGB Forschungsstiftung verleiht Herrn Möllenbrock den VGB Innovation Award 2020 in der Kategorie Zukunftsweisend. Für seine herausragenden Arbeiten auf dem Gebiet der Flexibilisierung von Gaskraftwerken mit der Integration der Methanolsynthese. Also ist ein klassisches Power-to-X-Konzept. Dr. Möllenbrock studierte Maschinenbau an der Ruhr-Universität Bochum und promovierte an der Universität Duisburg-Essen. Gasbefeuerte Kraftwerke eignen sich sehr gut zur Kompensation volatiler Residuallasten im Stromsystem. Dazu beschäftigte er sich mit der zusätzlichen Integration einer Power-to-X-Anlage am Beispiel von Methanol. Er hat mit dem Simulationssoftwareprogramm Epsilon Professional das Gas- und Dampfkraftwerk modelliert und die kinetische Modellierung der Methanolsynthese wurde mit dem Programmcode Aspen Plus durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurden die GUD-Anlage und die Power-to-X-Anlage kombiniert und sowohl integral als auch im dynamischen Betrieb bewertet. Diese Arbeit trägt wesentlich zur Flexibilisierung des Kraftwerksbetriebs bei. Das innovative Konzept erweitert das Wissen auf dem Gebiet der flexiblen Stromerzeugung und der chemischen Speicherung. Auf diesem Wege und auch Ihr Gesicht jetzt zu sehen, herzlichen Glückwunsch aus Essen. Wir werden Ihnen die Urkunde und sicherlich, was auch nicht unwesentlich ist, den Preis, das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro überweisen. Das machen wir im Übrigen nicht digital und virtuell, sondern das passiert auf dem Postweg. Versuchen wir nun die zweite Zuschaltung. Die führt uns außerhalb Deutschlands in die Tschechische Republik. Wir rufen jetzt mit Herrn Martin Skala. So, wenn er zugeschaltet ist, dann möchte ich sagen, dass die VGB Forschungsstiftung Herrn Skala den VGB Innovation Award 2020 in der Kategorie anwendungsorientiert verleiht. Für seine herausragenden Arbeiten auf dem Gebiet der Entwicklung das von Sorptionsmitteln auf Zeolithbasis für die Quecksilberabscheidung. Martin Skala studierte Chemie und Chemieingenieurwesen an der Universität für Chemie und Technologie in Prag. Er hat feste Sorbentien zur Quecksilberabscheidung aus dem Rauchgas untersucht, indem er die Kennzahlen für die Sorbenzeffizienz und Sorbenzleistungsbewertung festgelegt und ermittelt hat. Der angewandte wissenschaftsbasierte Ansatz erlaubt es, den Einfluss der Zusammensetzung von Sorptionsmitteln, die Eigenschaften der Sorbenzpartikel und den des Prozesses selbst zu bewerten. Damit ist es möglich, verschiedene Sorptionsmittel zu beurteilen, untereinander zu vergleichen und ihre Zusammensetzung so anzupassen, dass sie am effizientesten zum Einsatz kommen. Das Thema der Quecksilbervermeidung passt zu den übergeordneten Zielen des VGB für eine Optimierung der umwelttechnischen Performance von Kraftwerken. Die Kenntnis des Verhaltens fester Sorbenten trägt wesentlich dazu bei, eine Rauchgasreinigung zu optimieren. Herzlichen Glückwunsch aus Essen. Auch Ihnen wird die Urkunde und das dazugehörende Preisgeld auf dem Postweg erreichen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Sie sehen, dass unsere Branche noch viel Innovationspotenzial bietet. Ich möchte an Sie appellieren, den Innovationsgedanken, getragen von VGB und VGB Forschungsstiftung, nach dieser Veranstaltung auch wieder und weiterhin in Ihre Unternehmen mitzunehmen. Das Thema ist uns und den Mitgliedsunternehmen sehr wichtig. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Stamatilopoulos, und einen ganz herzlichen Glückwunsch nochmals an die beiden Preisträger. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, uns alle verbindet unsere Leidenschaft für Energiethemen. Das haben wir eben anhand der wirklich interessanten Innovationen auch nochmal sehr deutlich zu sehen bekommen. Das klingt ja schon mal gut. Wunderbar. Lassen Sie uns daher noch ein wenig tiefer in diese Materie einsteigen. Jetzt merken Sie, dass ich kein Ingenieur bin, im Gegensatz zu den meisten von Ihnen. Materie ist natürlich hier genau das falsche Wort. Also lassen Sie uns die aktuellen Herausforderungen der Energiebranche und des Energiesektors ein wenig tiefergehend diskutieren. Als ersten Redner heute begrüße ich daher ganz herzlich den Vorstandsvorsitzenden der RWE AG, die hier in Essen beheimatet ist, Herrn Rolf-Martin Schmitz. Herzlich willkommen. Danke, Julia. So, dann wollen wir loslegen. Ich glaube, es ist alles eingerichtet. Ich hoffe, oder Sie haben den Vorteil, ich bin vor Ort. Ich muss nicht zugeschaltet werden. Insofern bin ich auch da und dabei, was ein großer Vorteil im Moment zu sein scheint. Aber ich bin sicher, die Kollegen bekommen das später für die Diskussion und die weiteren Statements sicherlich in den Griff. Glückwunsch an die Preisträger, die auch irgendwo hier waren, aber nicht da bei Ihnen waren. Und insofern Preisgeld, weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung von früher noch, kann man immer brauchen. Und ich hoffe, dass das Geld dann auch besser ankommt als die Übertragung nach hier. Vielen Dank für die Einladung an den VGB zu dem 100-Jahre-Fest. Ich meine, wir haben es da besonders gut als RWE, denn ich darf die Glückwünsche unseres Unternehmens, was ja noch 20 Jahre älter ist, ganz herzlich an den VGB bringen. Und man hätte diesen Anlass sicherlich recht prunkvoll beim VGB begangen. Ich bin ja schon jetzt fast 35 Jahre in der Branche und ich war bei sehr vielen VGB-Kongressen. Und ich erinnere mich noch gut an die wirklich rauschenden Feste, die man dort hatte, an die manchmal etwas steifen Bälle, die dann auch da waren, die für den Ingenieur immer sehr kostspielig waren, das lange Kleid für die Frau, der Smoking für einen selber. Aber sie haben immer sehr viel Spaß gemacht und waren sehr gut für das Netzwerk. Ja, das zu 100 Jahren VGB, Glückwunsch. Und vielleicht können wir, wie die Salzburger Festspiele dieses Jahr ja auch 100 Jahre hatten, im nächsten Jahr dann mit einem rauschenden Fest dies weitermachen und entsprechend dann auch agieren. Ich würde gerne und möchte gerne heute mit Ihnen über die Voraussetzungen einer erfolgreichen Energiewende auf unserem Kontinent und weltweit diskutieren. Und natürlich wäre es schöner, wenn wir uns heute persönlich und nicht nur virtuell treffen können, aber die Gesundheit eines jeden Einzelnen hat zu Recht oberste Priorität. Insofern machen wir das Beste draus und vielen Dank an das Organisationsteam des VGB, das eben diese virtuelle Veranstaltung zumindest ermöglicht hat. Und die Teilnehmerzahlen sind ja wirklich beeindruckend. In einer solchen Zeit, wie wir sie im Moment erleben, habe ich jedenfalls mit meinen 63 Jahren noch nicht erlebt. Sie betrifft uns alle auch sehr persönlich und sie betrifft auch unsere Unternehmen und Verbände. Wir haben weltweit Wirtschaftseinbrüche gesehen in einem Ausmaß, das wir in Friedenszeiten uns nicht hatten vorstellen können. Und daher umso wichtiger, dass es viele positive Ansätze gibt für den Wiederaufbau. Ich glaube, dass beispielsweise die von der Europäischen Kommission und der Bundesregierung angekündigten Hilfspakete zur Stabilisierung der Wirtschaft in Europa und in Deutschland gut durchdacht und nachvollziehbar sind. Entscheidend aber ist, dass das Geld dann auch wirklich in die Zukunft investiert wird. Und da kommt der Energiewirtschaft eine ganz zentrale Bedeutung zu. Ein Bereich, in den meiner Meinung nach vorrangig investiert werden sollte, ist die Unterstützung der Industrie beim Aufbau einer kohlenstoffneutralen Produktion. Das wäre sowohl gut für die europäische Industrie als auch ein Meilenstein für den globalen Klimaschutz. Denn ganz unabhängig von Corona bleibt der Klimaschutz eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. Die Notwendigkeit, CO2 zu reduzieren, ist aktueller denn je. Die Industrie muss CO2 reduzieren, und zwar so, dass ihre Strukturen dabei aber intakt bleiben. Beides gehört zusammen und daran hat auch Corona nichts geändert. Und wir sehen einfach, das kann ich auch für mich ganz persönlich sagen, dass die Veränderungen deutlich schneller kommen, als ich sie jedenfalls erwartet habe.
Auf der einen Seite, dass aber die technologische Entwicklung deutlich schneller ist, als wir sie uns haben vorstellen können. Beides passt dann wieder zusammen. Wir müssen nur die Chancen jetzt richtig ergreifen. Und für unsere liebe alte RWE, die jetzt die neue RWE ist, kann ich sagen, wir vollziehen einen konsequenten und gleichzeitig verantwortungsvollen Ausstieg aus der Kohle jetzt. Wir haben einen klaren Fokus auf erneuerbare Energien und wir bekennen uns zu unserem Ziel Klimaneutralität bis 2040. Das ist der Weg der neuen RWE, ein führender Anbieter von erneuerbaren Energien, weltweit zweitgrößter Anbieter von Strom aus Offshore-Windenergie. Und wenn Sie wissen, und das wissen Sie, woher RWE kommt, dann können Sie sehen, dass das schon eine sehr mutige Veränderung ist für das Unternehmen und insbesondere für unsere Mitarbeiter. Die Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien ist konsequenter als bei, darf ich wirklich sagen, als bei jedem anderen Unternehmen. Wir legen hier wirklich ein hohes Tempo vor und werden zum Beispiel unsere CO2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2012 um 75%, also drei Viertel, reduziert haben und wie schon gesagt, bis 2040 klimaneutral sein. Diese Transformation ist aber nur ein Beispiel dafür, wie sich der gesamte Energiesektor verändert. Die Menschen wollen sauberen, sicheren und bezahlbaren Strom. Daran hat sich nichts geändert. Erneuerbare Energien sind jetzt der Schlüssel, um dies Wirklichkeit werden zu lassen. Und es gibt durchaus eben große Fortschritte dabei. Die erneuerbaren Energien boomen im globalen Maßstab und überall auf der Welt nehmen die Investitionen in Sonnen- und Windenergie seit Jahren zu. Denn getrieben durch Innovationen werden die erneuerbaren Energien immer effizienter, sie werden immer kostengünstiger und sind heute in vielen Bereichen der Welt schon fast unschlagbar gegenüber fossilen und anderen Energieformen. Der Strom aus erneuerbaren Energien kann im industriellen Maßstab produziert werden und trägt dazu bei, die Kosten eben niedrig zu halten. In Regionen mit den richtigen Bedingungen für Sonne und Wind ist erneuerbarer Strom konkurrenzlos günstig. Dennoch, die Abkehr von den fossilen Brennstoffen ist eine Herkulesaufgabe für Unternehmen und Gesellschaft gleichermaßen. Unsere Industrie, unsere Mobilität und sogar unser tägliches Leben werden sich mit Sicherheit ändern müssen. Dazu bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung in Europa und wir sollten hier wirklich an vorderster Front sein. Ende letzten Jahres stellte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Frau von der Leyen, den sogenannten Green Deal vor. Ihr Ziel, Europa soll der erste kohlenstoffneutrale Kontinent der Welt werden bis 2050. Aus meiner Sicht ein guter und richtiger Ansatz. Wir müssen nur schauen, dass wir auf dem Weg dahin nicht zwischendurch verhungern, sondern dass wir die Möglichkeiten schaffen, dies auch wirklich umsetzen zu können. Sie sagte damals, das ist Europas Man on the Moon, Mann auf dem Mond Moment. Und vielleicht muss man es damit auch mit dem Optimismus, der damals geherrscht hat, auch vergleichen und angehen. Denn das ist die Haltung, die wir brauchen, um hier deutlich voranzukommen. Ein klimaneutrales Europa fällt nicht vom Himmel. Auch Regierungen können das nicht einfach so entscheiden. Vielmehr muss die Politik geeignete Rahmenbedingungen schaffen und sie muss vor allem die richtigen Anreize geben, so schnell wie möglich in neue Technologien zu investieren, mit denen sich möglichst viel CO2 einsparen lässt. Das Corona-Wiederaufbauprogramm der EU und der Green Deal können zu Schlüsselmomenten für die Energiewende werden. Es ist jetzt wichtig, die richtigen Bedingungen zu schaffen, damit der Ausbau der erneuerbaren Energien vorankommt und Unternehmen in Europa investieren. Und dazu gehören dann ganz elementar wirklich die richtigen und die nachhaltigen Rahmenbedingungen für Investoren. In Brüssel wird daher intensiv über das Thema Sustainable Finance diskutiert, um Kriterien für nachhaltige Investitionen in Unternehmen zu definieren. Aus unserer Sicht ist dabei wichtig, die Regelungen sollten die Transformation von Unternehmen berücksichtigen und nicht den Status quo. Das wäre ja der Blick zurück. Am besten wäre es natürlich überall in Europa, gleiche Wettbewerbsbedingungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien zu schaffen. Leider ist dies derzeit aber nicht absehbar und ich glaube auch nicht daran, dass das geschehen wird. Wir haben aber auch regionale Unterschiede, was Wind und Sonne betrifft, die auch zu berücksichtigen sind. Jeder Mitgliedstaat muss daher erst einmal vor seiner eigenen Haustür kehren und für gute Wettbewerbsbedingungen sorgen.
Eine große Chance bietet dabei Offshore-Wind. Nahezu die ganze Branche sorgt sich jedoch um die Investitionsbedingungen in Deutschland. Die vorgesehenen Ausschreibungsregeln im geplanten Wind-auf-See-Gesetz, wo die Anhörung, soweit ich weiß, heute ist, diese Ausschreibungsregeln ziehen auf Gebote zum Nullpreis ab. Und wenn es dann davon mehrere gibt, dann darf man noch Geld mitbringen dafür, dass man eine Anlage bauen darf. Das ist schon etwas perfide, finde ich, denn das Ganze funktioniert nur, wenn man auf steigende Strompreise wettet. Und steigende Strompreise ist nicht das, was die Industrie, was wir alle brauchen, sondern eher das Gegenteil. Und eine solche Wette ist gefährlich, hat Risiken und deswegen teuer. Wenn also das nicht eintritt, steigende Strompreise, dann werden diese Anlagen, für die gewettet wurde, die Penale zahlen und dann nicht gebaut werden. Die gute Nachricht ist aber, es gibt Modelle, die genau diesen Ausbau fördern, die volkswirtschaftlich die günstigste Lösung darstellen, nämlich das Modell des sogenannten Two-Sided Contract for Difference, kurz CFD. Eine gute Alternative. Im Differenzvertragsmodell legt der Bieter mit seinem Gebot einen Preis fest, zu dem er den Preis verkaufen möchte. Liegt der Strompreis unterhalb des von ihm gebotenen Preises, bekommt er die Differenz ausbezahlt. Liegt der Marktpreis drüber, muss der Anlagenbetreiber die Gewinne abgeben. In England zum Beispiel werden mittlerweile mehr Gewinne abgegeben an neuen Anlagen, so ist die Aussicht, als wirklich gezahlt wird, um eben diesen Contract for Difference zu erfüllen. Damit haben aber alle Beteiligten einen verlässlichen Rahmen. Er funktioniert und schließt eine Überförderung klar aus. Deswegen setzen auch alle Nachbarländer mit umfassenden Ausbauzielen im Offshore-Bereich auf dieses Modell, unter anderem in Großbritannien, Frankreich und Polen. Deutschland sollte davon lernen. Manche tun es auch, so hat der Bundesrat entsprechend sich positioniert. Dessen Beschluss, das Gesetz für CFDs öffnen zu wollen, ist somit folgerichtig. Die Branche setzt sich dafür ein und wir werden dafür weiter werben. Zum Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland kann auch die Novellierung des Erneuerbaren Energiengesetzes beitragen. Ganz aktuell, vergangene Woche, wurde der Referentenentwurf zur EEG-Novelle in der Öffentlichkeit diskutiert. Er liefert die notwendige Konkretisierung der Ausbaupfade, um bei den Erneuerbaren das 65% Ausbauziel in 2030 zu erreichen. Bei den Details, da handelt es sich meistens um Justierung des aktuellen Regulierungsrahmens und aus Sicht eines Investors, aber auch mit Blick auf die sichere Zielerreichung, gibt es hier Licht, aber auch eine ganze Menge Schatten. Die Vorschläge zu den Vergütungsregeln bei negativen Strompreisen werden bei neuen Projekten zu häufigeren Drosselungen führen. Die vorgeschlagene finanzielle Beteiligung von Bürgern und Standortkommunen kann dagegen einen sinnvollen Beitrag für die Akzeptanz von Wind-Onshore-Projekten leisten. Und gut ist auch, dass die Standortpotenziale für Photovoltaik und Onshore-Wind verbessert werden sollen. Positiv vor allem mit der Befreiung der Produktion von grünem Wasserstoff von der EEG-Umlage soll der erste Schritt zur Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie erfolgen. Denn Wasserstoff ist der Hoffnungsträger, ich will aber auch sagen, der mittel- bis langfristige Hoffnungsträger, um die Industrie zu dekarbonisieren. In ihm steckt enormes Potenzial für die Energiewende und übrigens auch für RWE. Wir können den sauberen Strom liefern, der für die Produktion gebraucht wird. Wir haben das Know-how, grünen Wasserstoff selbst herzustellen. Zudem können wir Wasserstoff in unseren Gasspeichern, Zwischenlagern und industriellen Abnehmern bedarfsgerecht bereitstellen. Und schließlich werden unsere eigenen Gaskraftwerke perspektivisch potenzielle Abnehmer von grünem Wasserstoff sein. Auch die Europäische Kommission hat eine Wasserstoffstrategie vorgestellt und sie kommt zur richtigen Zeit. Das Ziel in Europa, bis 2024 erste Kapazitäten zur Wasserstofferzeugung in Höhe von 6 Gigawatt auf den Weg zu bringen, ist beachtenswert und bis 2030 sollen es sogar 40 Gigawatt werden. Positiv ist zudem, dass die europäische Strategie die gesamte Wertschöpfungskette von der Wasserstofferzeugung über den Transport bis zur Nachfrageseite in den Blick nimmt. Wie bei den Plänen der EU kommt es in Deutschland auf eine schnelle Umsetzung an. Noch sind eine ganze Reihe von Fragen zu klären, etwa welche Rahmenbedingungen für die Erzeugung von grünem Wasserstoff geplant sind oder welche Anreize es für die Industrie geben soll. Insgesamt aber ist die Entwicklung positiv.
Die Technologie braucht jetzt einen kräftigen Schub, wie viele andere Technologien vorher auch, egal ob es mal die Kohlekraftwerke waren, ob es die Kernenergie war, ob es der Übergang zu den Erneuerbaren jetzt war. Die nächste Stufe ist die Wasserstofftechnologie. Überall musste man erst mit innovativen Projekten, mit Anschubfinanzierungen arbeiten. Wir selbst als RWE beteiligen uns an Wasserstoffprojekten in Deutschland, Niederlanden und in Großbritannien. Meine Damen und Herren, all dies sind Bausteine jetzt in der neuen Energiewelt. Aber die Energiewende wird nicht durch einzelne Bausteine entschieden. Sie wird durch die Grundhaltung entschieden, mit der sie geplant und umgesetzt wird. Und ich glaube da nicht an radikale Forderungen oder immer neue Verbote. Daher müssen Industrie und Klimaschutz zusammengehören und neue Technologien ermöglichen Wachstum. Und zwar so, dass Industrie und Gesellschaft gleichermaßen profitieren können. Das ist die Formel, die dem Klima wirklich hilft. Und neben dieser technischen Innovation, neben dem Zusammenspiel von Industrie und Klimaschutz, kommt es insbesondere auf jeden von uns an. Wenn es uns nicht gelingt, Akzeptanz zu finden, dass ein Windkraftwerk vielleicht auch nur 500 Meter von unserem Haus entfernt ist oder die Photovoltaikanlage möglicherweise Ackerland auch in Beschlag nehmen kann, dann wird es uns nicht gelingen, in der Priorisierung der Ziele die richtigen Entscheidungen zu treffen. Not in my backyard ist keine Lösung für die Klimawende. Deswegen liegt die Verantwortung bei jedem von uns, hier voranzugehen und das zu tun, was für eine erfolgreiche Energiewende erforderlich ist. Und dabei vielleicht ein kleiner Ausflug zu Fridays for Future. Wenn diese jungen Leute, die heute alle auf die Straße gehen, in 10 Jahren alle junge Familien sind und alle sagen, ich hätte gerne ein Windrad in meinem Garten, dann haben wir es richtig gemacht und ich hoffe, dass das dann auch passiert. Was ist erforderlich, zusammenfassend, für eine erfolgreiche Energiewende? Die Überzeugung, dass Elektrizität in Zukunft sauber und bezahlbar sein sollte und dass die Erneuerbaren deshalb das Mittel der Wahl sind. Politisches Handeln für geeignete Rahmenbedingungen, damit der Ausbau der erneuerbaren Energien und auch der Wasserstoffwirtschaft vorankommt. Die Gewissheit, dass Gas als Brückentechnologie für eine zuverlässige Energieversorgung auch in Zukunft notwendig sein wird und dass Gaskraftwerke zunehmend später mit grünem Gas betrieben werden und der Wunsch, mit neuen Technologien die Welt zu verbessern und gleichzeitig unseren Wohlstand zu erhalten. Dafür brauchen wir Partner und einen solchen haben wir im VGB. Seit nun 100 Jahren gestaltet der Verband Rahmenbedingungen mit, in denen die Branche sich entfaltet. Ich hatte selbst das Vergnügen, einige Jahre auch beim VGB im Vorstand mitarbeiten zu können. Und ein Verband lebt immer auch vom Engagement seiner Mitglieder. Deswegen sind wir als RWE gerne im VGB und seinen Gremien aktiv. Daher darf ich abschließend dem VGB eine gute Zukunft wünschen mit vielen interessanten Debatten. Auch der VGB wird eine gewaltige Transformation durchmachen müssen, aber ist auf dem richtigen Weg dabei. Und der VGB wird auch die Energiewirtschaft weiter mitprägen. Unterstützen Sie weiter unsere Branche mit Tatkraft, mit Innovation, mit Ideen und Energie, so wie seit 100 Jahren und jetzt gerne weiter in der spannenden Veranstaltung. Herzlichen Dank, lieber Rolf, für deine ersten Worte hier in der Rednerliste und für diese Perspektive auf ja eine europäische Energiewende und was dafür nötig ist. Wir haben jetzt schon einige Stichworte heute gehört. Und ich gehe davon aus, dass unser nächster Redner diesen Stichworten noch einige weitere interessante Dimensionen hinzufügen wird. Zumindest der Titel seines Vortrages lässt so viel erahnen, denn eher untypisch für unsere Branche möchte er über die Farbenlehre sprechen. Über die Farben Grün und Blau vor allem. Grün, Sie ahnen es schon, da fällt uns der Green Deal ein. Und Blau ist die Farbe seines Unternehmens. Bitte begrüßen Sie gemeinsam mit mir ganz herzlich den Chief Operation Officer der Uniper SE, David Bryson. Hallo, guten Tag, Dankeschön. Sehen Sie das Präsentation? Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, sehr geehrte Frau Peters online und verehrte Herren auf dem Podium. Es ist meine große Freude, heute hier mit Ihnen das Jubiläum 100 Jahre VGB zu feiern. Und es ist eine große Ehre für mich und für Uniper, zu diesem außerordentlich erfreulichen Feiertag einen Beitrag leisten zu dürfen.
Leider ist mein Deutsch noch nicht so gut und ich bitte deshalb um Ihr Verständnis, dass ich meinen Vortrag über Unipers Aktivitäten und die Diskussion auf Englisch führen möchte. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich noch kurz zurückblicken. Seit vielen Jahren wird die Diskussion in der Energiewirtschaft geprägt durch das energiepolitische Dreieck. Im Englisch sprechen wir vom Trilemma. Es wird bei der Gründung des VGB vor 100 Jahren noch keine Rolle gespielt hat. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Entwicklung des VGB stark geprägt hat. Das energiepolitische Dreieck bedeutet, dass Energiepolitik und die Energiewirtschaft immer einen Kompromiss eingehen müssen. Die drei Aspekte Versorgungssicherheit, Umweltschutz und Preis stehen nämlich viel zu oft im Widerspruch. Zum Beispiel würden wir uns alle wünschen, dass unsere gesamte Energieversorgung auf erneuerbaren Energien basiert. Der Umweltschutz wäre damit deutlich verbessert. Kurzfristig ist diese Lösung aber nicht bezahlbar. Und auch die Versorgungssicherheit wäre gefährdet, da wir noch keine Lösung für die windarme Wintertage haben. Aber wir sind doch auf einem guten Weg zu diesem Ziel und der VGB ist und bleibt uns dabei ein wichtiger Begleiter und Berater für die Politik. Viele Ingenieure und Erfinder haben sich in der Vergangenheit mit der Frage beschäftigt, wie die Probleme unserer Energieversorgung und damit auch das Trilemma des energiepolitischen Dreiecks endgültig überwunden werden kann. Ergebnis sind zum Beispiel diese Zeichnungen. Wahrscheinlich haben Sie es sofort erkannt, ein Perpetuum mobile. Leider nur auf einem Slide. Das berühmte PowerPoint-Stadium. Sie kennen das. Die Umsetzung lässt wieder auf sich warten. Auch wir bei Uniper können nicht zaubern, aber ich möchte Ihnen Beispiele zeigen, wo wir versuchen, unseren Beitrag zu Umweltschutz, Versorgungssicherheit und Preiswürdigkeit zu leisten. Und wir sind sicher, unsere Aktivitäten unterstützen den Green Deal. Aber der Green Deal gibt uns natürlich auch Sicherheit. Das ist eine echte Win-Win-Situation. So then, auf Englisch. So who are we? Wer sind a young wir? Energy company. Wir sind ein junges Energieunternehmen. In the making. Wir sind erst vier Jahre but with alt. 100 years experience. Aber wir haben über 100 Jahre Erfahrung. Over 40 countries in which über we operate. 40 Länder, in denen wir tätig sind, mit über 11.500 Mitarbeitern. Und wir erzeugen but more than the power generation, 34 Gigawatt Kapazität. Wir sind ein Unternehmen, das im Bereich Gas mit Gasverträgen, Gasinfrastruktur sehr stark ist, mit Flüssiggas, mit Schippen, mit Wiedervergasung und Gasspeicherung. Unsere Customer, und unser Beitrag zu den wo wir versuchen, CO2-neutral zu sein. Wir haben Masterpläne für unsere Kraftwerke, für den Kohlenausstieg in den einzelnen Ländern in Europa. Und es ist für uns ein neues Geschäfts. Wir versuchen, unsere Gaskraftwerke mit grünem Gas und CO2-neutral zu machen. Wir sind Pioniere mit Gas und Energie. Und wir versuchen, die Entwicklung des Wasserstoffmarktes zu unterstützen, und wo wir kein Öl und Biomasse einsetzen können, um den Kohleeinsatz zu verringern. Wir haben ein Innovationsteam, das CO2-Neutralisierung versucht einzusetzen und neue Wege zu finden. Aber es geht nicht nur um Uniper, es geht auch um unsere Kunden.
und wir wollen unsere Kunden unterstützen, wie sie in der Zukunft arbeiten können. Beispielsweise also wir stellen Infrastruktur, beispielsweise Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Wir haben erste Verträge vor kurzem unterschrieben. Wir bauen eine Kette von LNG-Lastwagen-Betankungsstationen. Wir haben eine sehr große Auswirkung für die Reduzierung von Emissionen von LKWs auf den Autobahnen. Wir haben langfristige Partnerschaften mit LNG-Transport. Und es geht nicht nur darum, wie die Länder, sondern es geht auch darum, die Grundlage für unsere zukünftige Wasserstoffwirtschaft zu fassen in Europa. Es gibt also viele Wege, wie wir versuchen, unsere Kunden zu unterstützen, aber gleichzeitig müssen wir die Lichter auch anlassen. Und das ist eine Herausforderung für alle uns in diesen Tagen. Wir nehmen Wasserkraft in Schweden und Deutschland, Kernkraft in Schweden. Und das trägt zu über 20% zu unserer Fähigkeit bei, CO2-arm zu arbeiten. Aber es geht auch darum, dass wir uns in einem Dilemma finden, beispielsweise unsere Kohlekraftwerke Datteln 4, was wir jetzt in Betrieb gesetzt haben, hat Unterstützung von der einen Seite, aber auch Widerstand von der anderen. Aber um die Lichter weiter anzuhalten, das ist der Dank an die Kollegen, die in unserem Geschäft arbeiten. Ich bin sehr stolz darüber, wie unsere Vertriebszentren auch während der Corona-Situation es geschafft haben, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Und dies in allen Ländern, in denen wir tätig sind. Und dies ist Ausweis ihrer Professionalität. Und selbstverständlich müssen wir Energie auch bezahlbar machen. Und das bedeutet, wir müssen uns selbst anschauen, wir müssen unsere Kosten senken. Wir müssen im Betrieb besonders gut sein. Wir müssen neue Wege finden, unser Geschäft zu betreiben. Aber wir müssen uns auch unsere Kunden anschauen. Und wir müssen unsere Kunden darin unterstützen, energieeffizienter zu werden. Wir müssen sie darin unterstützen, ihren Energieeinsatz zu reduzieren. Und auf diese Weise können wir uns mit dem Dilemma auseinandersetzen. Und wie ich bereits früher gesagt habe, das kann nur durch großartige Teamarbeit geleistet werden. Und Sport ist immer ein großartiges Beispiel und eine Analogie. Hier habe ich ein Bild von 1966, der Fußballmannschaft 1966. Das zeige ich bei jeder meiner Präsentationen. Sehen Sie es mir bitte nach. Aber ich werde künftig ein. Aber hier sehen wir das Beispiel Handball, ein Sport, den ich immer noch nicht richtig verstehe. Aber worum geht es dabei? Es geht dabei um Teams, um zwei Teams, die auf dem Feld stehen. Sie kennen die Regeln und sie stehen in starkem Wettbewerb miteinander. Und es gibt Regeln für dieses Spiel und diese Regeln bestimmen, wie wir miteinander spielen. Also auch der Schiedsrichter ist auf dem Feld und er stellt sicher, dass das Spiel flüssig abläuft. Und dies ist der Geist, in dem wir selbst auch arbeiten, in dem wir auch miteinander koordiniert konkurrieren auf dem Bereich Energie. Und es ist zunächst einmal wichtig, dass wir Teil einer Organisation wie beispielsweise dem VGB sind. Wir können einander schon auch Herausforderungen, wir können aber auch miteinander sprechen und über die Zukunft arbeiten. Und im Hintergrund dieses Bildes, dann sehen Sie vielleicht die Stakeholder. Das sind die Zuschauer. Einige von ihnen jubeln, einige von ihnen buhen, aber sie sind immer engagiert. Und das ist wohl die Welt, in der wir leben. Also dieses Trilemma ist zudem etwas geworden, was manche Menschen als Quadrilemma bezeichnen wollen. Die Öffentlichkeit schaut uns zu, sie fordern uns heraus, die NGOs engagieren sich mit uns. Und sie sind oft auch unsere Aktionäre, unsere Gesellschaft. Wir sprechen mit den Menschen, wir wollen ihre Sorgen verstehen. Und wir fordern auch die NGOs auf, an unseren Gesprächen teilzunehmen. Und wir diskutieren darüber, was wir tun und was die NGOs glauben, was wir für sie tun können. Und das ist eine Herausforderung, aber es ist wichtig zuzuhören. Und das passiert nicht nur zu mir, sondern das passiert allen in unserem Geschäft. Wir wollen diese Energieevolution fördern. Und ich möchte, wenn ich darf, mit einem kurzen Video enden, das die Herausforderungen zeigt, denen wir uns jeden Tag gegenüber sehen, wie wir versuchen, die Energieentwicklung in Deutschland oder in Europa und auf der Welt zu verbessern.
All right, Dad, I need to get going. Me too. I can drop you off. Are you sure you want to be seen there? We need to limit the rise in global temperature to well below 2 degrees, or else we're screwed. I agree with you. But we need to do more about it. I want to secure a future for myself and the next generation. Sounds a bit like I am the enemy here, but I am not. Maybe I just wish you'd understand how important it is that we fight for a sustainable future. You know, some might still see us as underdogs, but we're part of the solution. We want to make energy transition a reality. To achieve that, it takes more than a revolution. It takes an evolution. Thank you very much, Mr. Bryson, for this most amazing speech. Herzlichen Dank, Herr Bryson. Farbenlehre, Fußball, Handball, da soll noch einer sagen, das hier ist ein langweiliger technischer Energiebranchenverband. In den letzten Monaten haben wir jede Menge Nachrichten über die Corona-Krise aus allen Teilen der Welt gesehen. Insbesondere gibt es weltweit Konjunktureinbrüche. Ganze Branchen stehen vor dem Aus, Firmen müssen Menschen entlassen, gehen bankrott. Täglich wird in den Nachrichten berichtet, Hilfspakete, Subventionen, Entlassungen, Kurzarbeit, all diese Vokabeln sind uns mittlerweile mehr als geläufig. Doch eines wird in unserer elektrifizierten, globalen, digitaler werdenden Gesellschaft immer noch gebraucht, und das ist Strom. Warum gerade die erneuerbaren Energien dabei ein echter Konjunkturmotor sind, das wird uns unsere nächste Rednerin erläutern. Ich begrüße ganz herzlich die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien, Simone Peter. Frau Peter ist uns heute online zugeschaltet. Frau Peter, können Sie uns hören? Ich kann Sie sehr gut hören. Vielen Dank. Können Sie mich verstehen in Essen? Herzliche Grüße nach Essen. Wir verstehen Sie wunderbar. Sie haben das Wort, Frau Peter. Wunderbar. Noch eine technische Frage. Ist der Screen zu sehen? Ist die PowerPoint-Folie zu sehen? Ich frage gerade einmal bei der Regie nach, Frau Peter. Ja. Ihre PowerPoint-Präsentation müsste sofort online sein. Da ist sie. Vielen Dank, Sie können beginnen. Ja. Ist die Folie auch zu sehen? Ihre Präsentation ist ebenfalls zu sehen, ja. Wunderbar. Dann versuchen wir jetzt mal hier nochmal weiterzugehen. Ja, also nochmal bezugnehmend auf Ihre einführenden Worte. Es geht ja jetzt darum, nach Corona die Konjunktur anzukurbeln und angesichts der Herausforderungen, die wir beim Klima haben und an Innovationen für einen zukunftsfähigen Standort, geht es natürlich darum, saubere Technologien voranzubringen. Wenn Sie jetzt die Folie sehen über die Karte der Verteilung des Energiemarktes vor 2 Jahrzehnten, dann wird deutlich, dass sich einiges getan hat, nämlich mit der Öffnung des Energiemarktes und mit dem Erneuerbaren Energiengesetz sind die Bürgerinnen und Bürger eingestiegen, der Energiesektor, vor allem der Stromsektor wurde erheblich dezentralisiert und demokratisiert und getragen von den Bürgerinnen und Bürger. Das macht die Grafik des Kuchendiagramms deutlich. Ich hoffe, das ist weiterhin zu sehen. Ich frage mal gerade zwischendrin nach. Frau Peter, die Regie sagt gerade, Sie haben Ihren Bildschirm geteilt. Sie müssten die Folie einmal selbst weiterklicken. Das mache ich doch. Ach so. Und das Ganze bitte auf Vollbild stellen. Das habe ich schon gemacht. Das ist jetzt seltsam. Dann sollten die Zuschauer das auch so im Stream sehen können. Ja, ist es jetzt zu sehen? Ja, die Präsentation ist sichtbar, nur leider nicht als Vollbild. Ich hoffe, es ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch so machbar. Wenn ich zwischen den Bildschirmen wechsle, das klappt so nicht. Ja, dann müssen wir einfach so weitergehen. Ich hoffe, es ist sichtbar, weil sonst verlieren wir, glaube ich, jetzt zu viel Zeit.
Ich habe das jetzt hier von habe das hier auf Vollbild gestellt und wundere mich, warum es nicht funktioniert. Aber gut. Die Technik spielt auch parallel nochmal ihre Folien ein, höre ich gerade. Okay, weil ich sehe es als Vollbild. Ich weiß jetzt nicht, wie ich technisch das anders einstellen kann. Ich sehe das nur als Vollbild. Ja, wir bekommen das okay von der Technik, Frau Peter. Alles klar. Gut, dann nochmal zurück. Also wir haben mit der Energiewende, ausgelöst durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die Liberalisierung des Strommarktes, eine Dezentralisierung und Demokratisierung der Energieversorgung erlebt, wie sie beispiellos ist. Die Stromwende vor allen Dingen ist dadurch erfolgt, dass Bürgerinnen, Bürger, Landwirte, Kommunen die Energieversorgung in die eigene Hand genommen haben, was dieses Tortendiagramm deutlich macht. Wir liegen immer noch bei weit über 40% Anteil des Ökostroms getragen von dezentralen Einrichtungen, sprich Bürgerinnen und Bürgern, Landwirten und kleineren Unternehmen. Das ist eine wesentliche Basis dafür, dass die Menschen die Energiewende in Deutschland breit mittragen. Wir haben das auch in den anderen Vorträgen gehört. Es wird auch immer wieder über die Akzeptanz gesprochen, was brauchbar, was notwendig ist, um die erneuerbaren Energien voranzutreiben. Aber wenn man sieht, wie groß die Akzeptanz weiterhin für die Erneuerbaren ist im Vergleich zu fossilen oder gar atomaren Energieträgern, dann muss man genau diese Möglichkeiten nutzen, um mit Beteiligungsmodellen, anteilige Beteiligung der Kommunen, wie es jetzt geplant ist, und einer breiten Vision davon, wohin wir steuern als Energiewendeland, die Energiewende weiter ausrichten. Die Energiewende ist eine Erfolgsgeschichte, allerdings muss man sagen, vor allen Dingen bislang im Stromsektor, getrieben durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Wir liegen jetzt bei Ende 2019 über 40% Anteil am Bruttostrombedarf. Wir werden nach Bilanz des ersten Halbjahres 2020 sogar bei über 50% jetzt schon angerechnet. Und im Vergleich dazu sieht man bei Wärme, Kälte und Verkehr, den beiden unteren Linien, liegt noch vieles, vieles im Argen. Da muss es vorangehen. Auch gerade auch ausgedrückt im Gesamtenergiebedarf macht deutlich, dass Verkehr und Heizen und Kühlen einen deutlich höheren Energiebedarf haben. Also muss es jetzt darum gehen, diese Sektoren auch auf erneuerbare Energien umzustellen, beziehungsweise mit der Sektorenkopplung, dazu komme ich gleich noch, den Strom in andere Sektoren zu überführen. Der Erfolg bemisst sich auch daran, dass wir mittlerweile mehr als 300.000 Jobs bei den erneuerbaren Energien aufgebaut haben in Deutschland. Wohlbemerkt, es waren mal über 400.000 Jobs. Das liegt auch daran, dass die Rahmenbedingungen sich verschlechtert haben. Der Einbruch bei der Windenergie ist dramatisch. Bei der Photovoltaik geht es nach Einbrüchen vor einigen Jahren nicht ordentlich voran. Und auch bei der Bioenergie sind die Ausschreibungen meistens nicht ausgefüllt. Das heißt, wir brauchen neue politische Rahmenbedingungen, um diese Jobmaschine, die die Energiewende bislang war, weiter voranzubringen. Auch die Investitionen in die erneuerbaren Energien waren in den letzten Jahren seit Beginn des EEG, des Erneuerbaren Energiengesetzes im Jahr 2000, enorm. Auch hier gibt es eine Stagnation seit einigen Jahren. Das heißt, das Potenzial, in saubere Technologien zu investieren, Sektorenkopplungstechnologien, Speicher, intelligente Netze, Smart Home hier mit reinzunehmen, sind enorm. Und da brauchen wir wieder einen ordentlichen Schub, auch im Klimaschutzbereich haben die erneuerbaren Energien Wirkung gezeigt, weil bislang wird durch erneuerbare Energien so viel CO2 eingespart, wie der gesamte Verkehrssektor in Deutschland ausstößt. Also Innovation, Klimawirkung, Jobmotor sind die Kennzeichen für die Energiewende in Deutschland, wenn sie gut gemanagt wird. Ich habe es angesprochen, wir stehen vor dem großen Thema oder sind eigentlich schon mittendrin der Sektorenkopplung. Das heißt, es geht darum, den grünen Strom in die Sektoren Mobilität und Wärme und Industrie hineinzubringen. Grundvoraussetzung ist, hierdurch
wird es einen höheren Strombedarf geben. Wenn man das nicht annimmt, und das tut die Bundesregierung derzeit leider nicht, dann unterschätzt man die Bedarfe 2030, 2040, 2050 und wird dann zu einem geringeren Ausbau der Erneuerbaren kommen, als es eigentlich notwendig ist. Leider ist es, wie eben schon angesprochen, so, dass wir durch die Einbrüche in der Windenergie, bedingt durch die Novelle 2017, aber auch mangelnde Flächen und Genehmigungen in den Ländern, zu einem Einbruch bei der Windenergie, blauer Balken gekommen ist, eine Erholung bei der Photovoltaik, aber noch lange nicht in den Dimensionen, die notwendig sind. Hier sprechen wir von 10.000 Megawatt, die pro Jahr eigentlich installiert werden müssten, bei Windenergie an Land knapp 5.000 und auch bei der Bioenergie müsste mindestens eine Stabilisierung der Werte von 2018 erfolgen, also ungefähr 500 MW pro Jahr, um hier weiter voranzukommen und die ganze Schlagkraft der erneuerbaren Energien auch auszunutzen. Was braucht es in Deutschland? Wir brauchen einen viel schnelleren Aufbau der erneuerbaren Energien. Das heißt, die 65% erneuerbare Energien im Stromsektor, die Bundesregierung als Ziel formuliert hat, und die braucht es mindestens, eher mehr, um die Klimaziele zu erfüllen. Die müssen jetzt in Zeit- und Mengengerüst gebracht werden und die Perspektive komplette Dekarbonisierung bis 2050 auch schon ins Auge gefasst, weil das sind 3 Jahrzehnte und jeder weiß, wie Planungs- und Investitionszyklen sind. Wir brauchen eine realistische Annahme des Bruttostrombedarfs, der wird weiterhin unterschätzt, um die Bedarfe dann auch konkret für die einzelnen erneuerbaren Energien zu quantifizieren. Wir brauchen effektive Impulse für den Wärme-, Kälte- und Transportsektor, für die dezentrale Speicherung und auch die Sektorkopplung, sprich Wasserstoff oder auch andere Power-to-X-Technologien. Wir brauchen einen fairen Markt. Wir werben sehr lange schon dafür, dass es einen CO2-Preis gibt, der nicht nur Wärme und Verkehr, sondern auch vor allen Dingen den Stromsektor mit verlässlichen CO2-Preisen flankiert, um die erneuerbaren Energien in einen fairen Markt zu bringen und den Auslauf aus fossilen Techniken zu beschleunigen und vor allen Dingen auch die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Damit habe ich gestartet. Damit möchte ich fast schließen, weil es wichtig ist, die Bürgerinnen und Bürger als Schlüssel des Erfolges der Energiewende zu sehen, Energiegenossenschaften, Beteiligungsmodelle zu unterstützen, die erneuerbare Richtlinie der EU umzusetzen, um Energy Sharing, Renewable Energy Communities zuzulassen und hier auch den Eigenverbrauch von erneuerbaren Energien zu stärken, Flächen und Genehmigungen in den Bundesländern bereitzustellen, ein wichtiger Punkt, gerade auch für die Windenergie. Und last but not least, eine Klimaschutzstrategie ist immer auch eine Industriestrategie. Das heißt, auf deutscher, auf internationaler Ebene den industriellen Faktor dieser sauberen Technologien nicht unterschätzen, sondern die Energien, neue erneuerbaren Energien zum grünen Faden machen, den Ausbau beschleunigen und damit zum Jobmotor, Innovationsmotor und Konjunkturprogramm der nächsten Jahre beizutragen. Vielen Dank von meiner Seite. Ich freue mich auf die Diskussion. Herzlichen Dank, Frau Peter, für Ihre Ausführungen und bitte entschuldigen Sie nochmals die anfänglichen technischen Probleme. Live ist live, heißt es ja immer, und wir sind hier live, senden live vom 100-jährigen Jubiläum des VGB aus Essen. Nun kommen wir zum nächsten Programmpunkt und damit zum nächsten Redner. Wir haben jetzt schon einiges gehört über die Komplexität der Energiewende, darüber, dass Emissionen sich natürlich nicht an nationale Grenzen halten und dass Akzeptanz ein ganz großer Faktor ist, auch im energiepolitischen Trilemma oder Quadrilemma, wie wir heute schon gehört haben. Jetzt wollen wir einen wissenschaftlichen Blick auf die Herausforderungen der Energiebranche werfen und auch auf die Herausforderungen unseres gesamten europäischen Energiesystems. Deshalb begrüße ich ganz herzlich unseren nächsten Redner, der uns ebenfalls online zugeschaltet ist, Manfred Fischedick, der wissenschaftliche Geschäftsführer des Wuppertal-Institut für Klima und Umwelt und Energie. Ich frage nach Wuppertal. Herr Fischedick, können Sie uns hören? Ja, wunderbar. Von meiner Seite einen schönen guten Nachmittag und viele Grüße nach Essen. Ich hoffe zumindest, dass Sie mich auch hören. Und vielleicht können Sie sogar meine Präsentation schon sehen. Sonst würde ich vielleicht vorschlagen, das auch ohne Präsentation Wir können Sie ganz wunderbar verstehen, Herr Fischedick, und auch Ihre Präsentation ist online. Vielen Dank. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Wunderbar. Dann nochmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, vielleicht etwas breiter auszuholen und aus einer ganzheitlichen Perspektive einen Blick zu werfen auf die Transformationsherausforderungen des europäischen
Energiesystems und tatsächlich das aus der Blickrichtung eines Wissenschaftlers zu machen. Und wir werden sicherlich auch die Begriffe wie Trilemma oder Quadrilemma werden auch bei mir nochmal eine Rolle spielen. Ich versuche mal weiterzuschalten und frage mal vorsichtig, ob Sie sehen, dass ich jetzt auf die zweite Folie gegangen bin. Hören Sie mich noch? Hallo? Wir haben die Folie mit der Nummer 2 gesehen, Herr Fischedick. Ja, fahren Sie bitte fort. Ich konnte Sie noch nicht hören, dann versuche ich es nochmal. Und mache weiter. Ja. Ja, das sieht gut aus. Jetzt sehen wir Folie Nummer 3. Wunderbar. Jetzt höre ich Sie auch wieder. Dann mache ich aber mal weiter. Und kann eigentlich nahtlos bei dem energiewirtschaftlichen, energiepolitischen Dreieck ansetzen, was gerade ja schon eine Rolle spielte. Und was man natürlich beliebig erweitern kann. Ich muss nicht alles wiederholen. Es geht natürlich um die Wettbewerbsfähigkeit. Es geht Versorgungs- und Versorgungssicherheit. Es geht um ökologische Faktoren. Aber es geht eben auch um einen Punkt, der in fast allen Vorträgen, soweit ich sie mitbekommen habe, eine Rolle spielt, nämlich die soziale Akzeptanz, das Überwinden dessen, was wir NIMBY-Effekt nehmen, auch die Offenheit zu partizipieren an diesem Transformationsprozess. Ich würde aber gerne ein Stück weitergehen und ein paar weitere Anforderungen nennen. Was wir, glaube ich, heute vor uns haben, und da sehen wir im Bereich der Energiewirtschaft ja jetzt schon, dass wir uns mit strukturellen Veränderungen auseinandersetzen müssen. Und die müssen gerecht gestaltet haben. Im Englischen sagt man Just Transition als Zauberwort. Es geht um das rücksichtsvolle Behandeln von induzierten Strukturwandelprozessen, und zwar egal, ob sie gewollt oder ungewollt sind, und die frühe Einbeziehung der Akteure, damit man diesen Strukturwandel proaktiv flankieren und begleiten kann und das nicht auf den letzten Metern tun kann. Sicherlich eine große Herausforderung, die wir im Bereich der Energiewirtschaft ja bei der Kohle sehr stark sehen. Das können Sie aber durchziehen über das gesamte Energiesystem und werden viele Punkte finden, wo wir mit solchen Strukturwandelprozessen zu tun bekommen. Ob das die Automobilindustrie ist, diskutieren wir gerade intensiv drüber. Ob das die Fragen sind der Umstellung auf eine wasserstoffbasierte Stahlerzeugung oder die Kreislaufwirtschaft. Überall sprechen wir von strukturellen Veränderungen, die zu großen Veränderungen führen. Und diese müssen gerecht und proaktiv gestaltet werden. Gehen wir vielleicht ein bisschen mehr ins Detail. Da zeigt sich ein bisschen, was wir jetzt brauchen. Und das dupliziert sich vielleicht nicht ganz überraschenderweise mit einigen der Dinge, die gerade schon gesagt worden sind. Wir brauchen zwingend Anreize für eine notwendige Innovationsdynamik. Denn wenn wir die Ziele von Paris und auch die nationalen europäischen Klimaschutzziele ernst nehmen, dann reichen inkrementelle technische Verbesserungen nicht aus, sondern wir brauchen Sprunginnovationen, wir brauchen diese Breakthrough-Technologies, und das braucht natürlich eine Innovationsdynamik, die angereizt werden muss. Wir müssen die Investitionen, das Kapital in die richtige Richtung lenken, wir müssen neue Märkte aufbauen, auch das, glaube ich, ganz wichtig. Marktliche Rahmenbedingungen, Regulation ist schon angesprochen worden. Wir kommen ja aus einer Welt, die sehr stark fossil geprägt war, die sehr stark geprägt war durch Großkraftwerke, und bewegen uns mit großen Schritten in Richtung eines Systems aus erneuerbaren Energien, haben dafür aber noch nicht die richtigen Regeln. Und ich glaube, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, diese Regeln jetzt zu schaffen und für Verlässlichkeit bei den Investoren zu sorgen. Dritter großer Punkt, vierter großer Punkt, Integrationsaspekt. Auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite leben wir in Deutschland, leben wir in Europa ja nicht auf einer Insel, sondern müssen das, was wir in Politik machen, einbetten in eine sogenannte Mehrebenenprozess. Deutschland als Teil Europas, Deutschland als föderaler Staat mit 16 Bundesländern mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Das muss alles zusammenlaufen in ein integriertes Politikpaket. Wir brauchen noch mehr Zusammenarbeit zwischen den Sektoren. Ich will es mal am Beispiel von Wasserstoff deutlich machen. Der Verkehrsbereich wird Wasserstoff nachfragen, der Industriebereich wird Wasserstoff nachfragen, perspektivisch auch die Energiewirtschaft wird Wasserstoff nachfragen, ihn dann später vielleicht Spitzenlastgasturbinen. Und man tut gut daran, glaube ich, früh den branchenübergreifenden Dialog zu suchen und zu überlegen, wo kann man sich gegenseitig unterstützen, wo setzt man auf das gleiche Pferd und wie kommt man gemeinsam schneller
zum Ziel. Und dann wissen wir natürlich, dass Klimaverträglichkeit etwas ist, was auf viele Optionen natürlich zurückgreifen muss, viele technologische Optionen, viele Geschäftsfelder, die neu entwickelt werden müssen. Und hier brauchen wir eine stringente, eine konsistente Integration über alle Optionen hinweg. Das muss systemkompatibel geschehen. Wir müssen sicherlich darauf achten, dass es nicht zu Konfliktfeldern kommt. Also auch das ist etwas, wo wir unter dem Stichwort Integration noch viel zu tun haben. Deutschland, Europa muss sicherlich eine Stellung finden im transeuropäischen Energiesystem. Da wird es Synergieeffekte geben, wenn wir über den Import zum Beispiel von Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen nachdenken. Es wird aber auch Konkurrenzen geben, wenn wir zum Beispiel über Beziehungen zu Australien nachdenken. Da sind die Japaner, die Südkoreaner schon aktiv. Also die Positionierung im transeuropäischen, im globalen Energiesystem ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dann ist Energiewende, ist Treibhausgasneutralität etwas, von dem ich zutiefst überzeugt bin, dass es nicht nur mit technologischen Mitteln realisiert werden kann, sondern müssen schauen, wie wir flankierend über nachhaltige Lebensstile, über den Wechsel von Routinen, über nachhaltige Konsummuster eben auch einen Beitrag leisten können, um Klimaschutz zu betreiben. Und das heißt zusammengefasst, wir haben es mit Herausforderungen zu tun, dass wir sehr unterschiedliche Herausforderungen handeln müssen. Das wird mit einem komplexen Transformationsprozess zu tun haben, mit einem System, das wir noch gar nicht in allen Einzelheiten kennen, mit Zielkonflikten, die wir vielleicht noch gar nicht alle kennen. Und das ist genau die Aufgabe, die wir vor uns haben, diese Ziele besser zu verstehen, die Systeme besser zu verstehen und daraus Transformationswissen zu generieren. Oben drüber kommen es noch von außen natürlich Herausforderungen auf uns zu, wie die aktuelle Covid-19-Pandemie, die auf der einen Seite natürlich bei den CO2-Emissionen zunächst mal einen positiven Beitrag leisten. Aber wir wissen ja alle nicht, was das mit den öffentlichen Haushalten macht, was das mit Investorenzurückhaltung macht. Auch das ist Teil des Prozesses, den wir sorgsam reflektieren müssen. Und der beschreibt, dass wir es natürlich in diesem Transformationsprozess zu tun haben, mit einer Menge von Unsicherheiten und Dynamiken. Was heißt das jetzt für den Stromsektor? Zusammengefasst und vereinfacht kann man, glaube ich, sagen, der Stromsektor muss in diesem Spielfeld der Treibhausgasneutralitätsansprüche des Energiesystems ein Stückchen weit der Vorreiter sein. Und ich will das auch gerne begründen, ein Stückchen weit ist der Sektor ja auch schon der Vorreiter. Kurz zu den Hintergründen, von denen ich mir nicht ganz sicher bin, ob Herr Schmitz, den ich leider nur in den letzten 2 Minuten aufgrund technischer Probleme verstehen konnte, nicht schon darauf hingewiesen hat. Aber dann doch noch mal ganz kurz zu mir, in welcher Situation wir uns gerade befinden im europäischen Energiesystem. Wir befinden uns in einer Phase, wo wir intensiv darüber nachdenken, die Klimaschutzziele nicht langfristig, aber kurzfristig nachzujustieren. In der nächsten Woche wird eine Entscheidung erwartet der EU-Kommission, das bisherige 40%-Ziel für 2030 auf 55% vermutlich anzuheben. Das ist ein Quantensprung auf der europäischen Ebene. Aber viele Fragen, die damit verbunden sind, sind natürlich noch offen. Das heißt, dass für die Verteilmechanismen zwischen dem europäischen Emissionshandelssystem und den Sektoren, die außerhalb dieses Systems sind. Das heißt, dass für den resultierenden CO2-Preis und welche Auswirkungen hat das auf die verschiedenen Sektoren der Ökonomie. Was heißt ein höheres europäisches Ziel für die einzelnen Mitgliedstaaten? Kann Deutschland dann bei dem 55%-Ziel für 2030 bleiben oder muss man da auf 64-68% gehen? Und dann natürlich die Frage, die immer mitschwingt, wenn man sich mit Klimaschutz beschäftigt, reichen die 55% europäisch überhaupt, um das Pariser Klimaschutzziel zu erreichen, insbesondere wenn man dort sich in Richtung des 1,5-Grad-Ziels bewegen will, wie die Fridays for Future das ja einfordern. Und in diesem Kontext spielt, glaube ich, der Stromsektor eine ganz, ganz entscheidende Rolle, in dem man ein Stückchen weit vorangehen muss. Er hat schon einiges getan. Zwischen 2019 und 2010 sind die Emissionen der EU28, jetzt muss man ja sagen, der EU27, um etwa ein Drittel gesunken, gegenüber 1990 sogar mehr als 40%. Also man ist schon ein Stückchen weit in die richtige Richtung gegangen. Und in 2020 werden wir ja einen weiteren signifikanten Rückgang Corona-bedingt sehen. Aber es ist eben auch klar, dass aufgrund der Rahmenbedingungen wir davon ausgehen müssen, dass der Stromsektor möglicherweise schneller und auch einfacher
in Richtung Treibhausgasneutralität gehen kann, als es bei anderen Sektoren, beispielsweise eben der energieintensiven Industrie der Fall ist, beispielsweise bei der Landwirtschaft der Fall ist. Und deswegen eben das Postulat, dass der Stromsektor ein Stück weit der Vorreiter sein muss in Richtung Treibhausgasneutralität. Wissenschaftler beschäftigen sich ja immer gern mit Szenarien, das machen wir auch. Jetzt habe ich mal nicht eigene Szenarien mitgebracht, sondern um unverdächtig zu sein, dann von anderen in den letzten 2, 3 Jahren entwickelte Szenarien, die ja nicht allesamt zeigen, ja, wenn wir in Europa Treibhausgasneutralität wollen, dann geht es eigentlich nur, wenn der Stromsektor ein Stückchen schneller, dass man ein bisschen salopp, zu Potte kommt als die anderen Sektoren. Ich zeige Ihnen 3 Beispiele. Das eine, ein Szenario 1,5 Tech heißt das, von der Europäischen Kommission 2018 veröffentlicht. Sie sehen hier sozusagen eine Minderungslinie der Treibhausgasemissionen von 1990 anfangend bis 2050. Die dunkle Linie, das sind die Gesamtemissionen. Und die gestrichelte Linie ist das, was in diesem Gesamtkontext der Strombereich beitragen muss. Und da sehen Sie im Grunde vereinfacht ausgedrückt, dass der Stromsektor etwa 10 Jahre schneller in Richtung der Nulllinie kommen muss als das Gesamtsystem. Nehmen wir ein anderes Szenario der European Climate Foundation, auch aus 2018. Dann sehen Sie zwar, dass das Zieljahr für Treibhausgasneutralität für das gesamte Energiesystem und den Stromsektor gleich ist, nämlich 2050. Sie sehen aber, dass in der Zwischenphase der Rückgang im Stromsektor wieder die gestrichelte Linie deutlich schneller ist. Drittes Beispiel von der Internationalen Energieagentur, das Beyond 2 Degrees Celsius Szenario, im Grunde ähnliches Ergebnis. Hier sehen Sie auch, der Stromsektor muss ein bisschen schneller in Richtung Treibhausgasneutralität kommen und möglicherweise sogar in 2050 zu negativen Emissionen kommen. Das sind nur 3 Beispiele von vielen aus der Szenariowelt, die man zeigen könnte, die ja nicht allesamt das Postulat unterstützen, der Stromsektor muss schneller vorangehen. Was heißt das de facto? Das heißt, wir müssen in Richtung schnellerer CO2-Minderung gehen im Strombereich in einer Situation, wo die Stromnachfrage sogar noch signifikant ansteigen wird. Frau Peter hat das gerade im Stichwort Sektorkopplung hier angesprochen. In vielen Sektoren wird mehr Strom verbraucht werden in der Industrie, im Verkehrsbereich. Das kommt also als zusätzliche Herausforderung noch oben zu. Und Sie sehen hier mal in der Tabelle für die 3 gerade dargestellten Szenarien, dass sich im Endenergiemix der Stromanteil tatsächlich signifikant erhöht, und zwar direkt wie indirekt, von heute vielleicht ungefähr 1/4 auf 50-60% im Jahr 2050, wenn man jetzt nicht nur den direkten Anteil nimmt, sondern auch indirekte Bestandteile durch zum Beispiel Wasserstoffproduktion. Also die doppelte Herausforderung, mehr Strom bereitzustellen, trotzdem schneller zu dekarbonisieren, als das das gesamte Energiesystem machen kann. Das geht natürlich nur, wenn die erneuerbaren Energien schnell und konsequent ausgebaut werden. Noch da Zahlen aus diesen 3 immer beispielhaft ausgewählten Szenarien, die zeigen, wir starten heute 2019 bei ungefähr einem guten Drittel Erneuerbare in Europa und wir müssen in 2030 schon irgendwo liegen zwischen 60-65% europaweit und in 2050 irgendwo zwischen 75-90%. Der Rest füllt sich dann auf, je nach Szenario, durch Carbon Capture and Storage oder in einzelnen Ländern ja auch durch die Kernenergie. Ich könnte jetzt gleiche Folien zeigen für Deutschland. Das mache ich mal nicht, weil ich dann befürchte, die Zeit zu überschreiten. Ich werde das mal weiter und komme auf eine wichtige Herausforderung, die hinter dem steckt und die, glaube ich, ganz entscheidend ist für die Frage, erreichen wir die Klimaschutzziele ja oder nein? Und das sind die Infrastrukturherausforderungen. Die haben wir in Deutschland, die haben wir aber auch europaweit. Und was Sie hier mal vereinfacht ausgedrückt sehen, ist eine Gegenüberstellung von Sweet Spots, in blau dargestellt, also Regionen mit vielen erneuerbaren Energien, und in rot dargestellt die Hotspots, sozusagen die Nachfragezentren, wo viel Strom, viel Wasserstoff in der Zukunft nachgefragt werden wird. Und das beschreibt, glaube ich, ganz plastisch, womit wir es zu tun haben. Wir müssen Verbindungslinien schaffen zwischen diesen Zentren, damit eben die Energie auch dahin kommt, wo sie gebraucht wird. Und ein entscheidender Beitrag dazu wird natürlich die Wasserstofffrage leisten. Und weil Sie ganz am Anfang ja schon die Farbenlehre angesprochen haben, ist das für mich auch eine der großen Herausforderungen für die Zukunft, eine Lösung für diese Farbenlehre zu finden.
Dann sicher wollen wir langfristig in Richtung Grün, Wasserstoff, also Strom, also Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, elektrolytisch bereitgestellt. Und die große Preisfrage ist aber, geht er schnell genug? Was sind die Quellen für diesen grünen Wasserstoff? Braucht es übergangsweise blauen Wasserstoff über Erdgasreformierung oder Erdgaspyrolyse? Gehen wir sogar in Systeme rein, wo wir im internationalen Kontext vielleicht sogar weniger Wasserstoff importieren, sondern aus Wasserstoff abgeleitete Produkte, ob das Methanol ist, ob das Fischer-Tropsch-Crude ist für den Chemiebereich oder ob das Ammoniak ist oder ob das für den Stahlbereich dann Strong Iron ist, also Eisenschwamm, der in Deutschland nur noch veredelt wird. Auch das eine ganz, ganz große Herausforderung, vor der wir stehen. Lassen mich zum Schluss kommen und zwei Folien im Schweinsgalopp kurz nochmal beleuchten und sagen, wir stehen vor einer großen Herausforderung. Die ist sicherlich technisch geprägt, sie ist infrastrukturell geprägt, sie ist marktlich geprägt, also regulatorische Rahmenbedingungen brauchen wir. Wir haben eine Stakeholder-Challenge, wie nehmen wir die Widerstandskräfte derjenigen mit, die sich verändern müssen, wo die angestammten Geschäftsfelder sich verändern müssen. Wir haben die große politische Herausforderung, die angesprochen ist. Und wir haben die soziale Herausforderung, wenn es darum geht, soziale Akzeptanz zu schaffen, Partizipation nach vorne zu bringen. Und last but not least, die Innovationsherausforderung. Das war mir zum Schluss nochmal wichtig zu sagen. Wir sind in einer Situation, wo wir, glaube ich, ein ganz schön dickes Brett bohren müssen. Und deswegen bedarf es anstrengender Anstrengungen von uns allen, Beiträge zu leisten, der Wirtschaft, den Wirtschaftsverbänden, der Wissenschaft, aber natürlich auch der Gesellschaft. Und wenn wir das tatsächlich tun, bin ich Berufsoptimist, dass wir die Ziele erreichen werden und bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Fischedick, für diesen wissenschaftlichen Blick in die Thematik. Wir werden gefragt online von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ob die Präsentationen unserer Referenten zur Verfügung gestellt werden. Und wir konnten das gerade eben klären. Ja, die Präsentationen werden auf der Webseite des VGB zur Verfügung gestellt werden. Genauso wie Sie dann ab nächster Woche etwa die Aufzeichnung dieser Veranstaltung online einsehen können. Ja, wir möchten nun die bisher gehörten Impulsvorträge nutzen, um mit unseren Referenten und unserer Referentin gemeinsam, aber vor allem auch mit Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in eine Diskussion einzusteigen. Sie haben es schon entdeckt, sonst hätten Sie uns nicht die Fragen nach den Präsentationen einreichen können. In Ihrem Streamingfenster haben Sie die Möglichkeit, uns Fragen hier nach Essen zu schicken. Wir sehen diese Fragen hier auf einem Monitor und werden diese Fragen in die Diskussion einflechten. Damit begrüße ich nochmal alle Referenten des heutigen Tages, online wie auch hier in Essen. Hier in Essen sind wir mit dem nötigen Abstand. Die online zugeschalteten beiden Referenten haben den Abstand sozusagen digital eingehalten. Sowas nennt man heutzutage eine hybride Runde, habe ich gelernt. Lassen Sie uns da jetzt einmal direkt einsteigen. Herr Stamatilopoulos, wir haben jetzt einen ziemlich breiten Eindruck bekommen, glaube ich, von den tiefgehenden Veränderungen. Und wir haben auch so ein bisschen gehört, das beschleunigt sich alles ganz extrem. Als Vorstand eines 100 Jahre alten Verbandes haben Sie ja eine reiche Historie, auf die Sie zurückblicken können. Wie stellen Sie sich denn die Zukunft des VGB vor? Und was wird da passieren? Oder haben sich während Ihrer ja noch recht kurzen Amtszeit bereits Veränderungen ergeben? Ja, vielen Dank für die Frage und die Möglichkeit, auch ein bisschen über den Verband zu sprechen. Der VGB hat rechtzeitig erkannt, dass es Veränderungsbedarf gibt. Allerdings habe ich auch versucht, das letzte Jahr gemeinsam mit den Kollegen hier in der Geschäftsstelle die Entwicklung zu beschleunigen. Ich glaube, bevor ich in die Details einsteige, einen besseren Beweis als die heutige Veranstaltung können Sie nicht haben. Also wir haben versucht, alle Technologien, auch alle Unternehmen und alle Ausrichtungen im Energiesystem hier, dass die hier alle vertreten sind. Und ich muss vielleicht auch etwas sagen, was sicherlich dem Publikum nicht bekannt ist. Diese Runde, die war vorgesehen als die Keynote-Speech-Runde im eigentlichen VGB-Kongress. Also wir haben den Inhalt nicht geändert, sondern wir haben die Methodik, diese hybride Veranstaltung, wie Sie die genannt haben, hier eingeführt.
Was haben wir konkret im letzten Jahr gemacht? Wir sehen, dass es tatsächlich in der Politik und auch in der Gesellschaft darum geht, Verständnis zu schaffen über die Technik. Ich glaube, über die Ziele sind wir mittlerweile einig. Klimaschutz hat Priorität. Wir müssen das Energiesystem umändern. Aber wir müssen auch sehen, wo wir die Begrenzungen oder die Herausforderungen haben in diesem System. Deswegen haben wir in einem White Paper, was, wenn ich das richtig weiß, heute veröffentlicht wird oder breiter verteilt wird, diese 8 Handlungsfelder festgestellt oder festgeschrieben. Und wir sagen, das ist absolut erforderlich, damit die Energiewende auch gelingt. Die 3 Punkte habe ich erwähnt in meiner Eröffnungsrede. Ich glaube, dazu kommt das Thema Versorgungssicherheit, das Thema Wirtschaftlichkeit und auch Sektorkopplung. Stichwort ist auch gefallen in den Vorträgen. Und auch Digitalisierung und Schaffung der Infrastruktur ist auch nicht zu vernachlässigen. Als letztes sage ich Ihnen ein Beispiel. Wir haben heute in Deutschland circa Größenordnung 100 Kraftwerke. Teilweise funktioniert der Betrieb noch übers Telefon. Also bei den Kollegen bei uns in der Warte wird angerufen und wird gesagt, bitte erhöhe deine Last. Oder leider Gottes immer öfters reduziere deine Last, weil die Erneuerbaren jetzt mehr einspeisen. Ein solches System bei 2 Millionen Anlagen, die wirklich im Energiesystem partizipieren und einspeisen, kann nicht funktionieren. Deswegen ist die Digitalisierung kein Muss. Wenn wir da keinen Fortschritt machen, dann werden wir die Begrenzung auch an anderer Stelle finden werden. Dankeschön für diese einführenden Worte. Wir haben ja bereits einiges an Glückwünschen auch für das 100-Jahr-Jubiläum des VGB gehört. Und jetzt haben wir ein bisschen was darüber gehört, wie die Zukunft des Verbandes aussieht. Der Blick zurück ist ja sehr interessant, aber jetzt möchte ich auch unsere anderen 4 Rednerinnen und Redner einmal fragen. Sie haben eben etwas skizziert, dass Digitalisierung ein großes Feld ist, dem Sie sich widmen würden. Was würden sich denn die anderen Redner, die wir heute gehört haben, vom VGB in der Zukunft wünschen? Mal so ganz knapp und ganz spontan. Ich würde sagen, Ladies first, Frau Peter, was wünschen Sie sich vom VGB in den nächsten Jahren? Ja, das wichtige Stichwort ist schon, also die Verbindung zwischen Digitalisierung und Energiewende ist, glaube ich, der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit des Standorts. Das heißt, es geht darum, mit intelligenten Technologien, mit intelligenter Anwendung und mit einem Fokus auf saubere, klimafreundliche Technologien, die bürgernah organisiert werden, diesen Standort weiterzuentwickeln und gleichzeitig die starke Wirtschafts- und Industriekraft des Standortes zu sichern. Und da wünsche ich mir auch die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen, unter denen der VGB die nächsten 100 Jahre dann weiter arbeiten kann. Dankeschön, Frau Peter. Herr Fischedick, aus Sicht der Wissenschaft, was wünscht sich ein Wissenschaftler von einem technischen Branchenverband? Hinterher nicht kurz vor Weihnachten, aber trotzdem nehme ich gerne sozusagen die Wunschfrage auf. Aber zunächst mal will ich wirklich feststellen, dass der VGB sich auch in den letzten 10, 15 Jahren, seitdem ich ihn intensiv kenne und begleite, sehr, sehr geändert hat und die Diskussionen heute schon ganz andere sind als die vor 10 bis 15 Jahren. Insofern würde ich mir wünschen, dass der VGB in den nächsten Jahren tatsächlich auch zum Motor wird, der Energiewende, zum Motor eben des Übergangs in eine 100% erneuerbaren Energiegesellschaft. Da ist viel an Kompetenz notwendig, die der Verband einbringen kann. Und wenn das gelingt, im Verbund und in Kooperation mit den einzelnen Unternehmen, auch mit der Wissenschaft, dann können wir, glaube ich, alle gemeinsam einen großen Sprung nach vorne machen. Danke sehr, Herr Fischedick. Jetzt haben wir ja 2 Vertreter von Mitgliedsunternehmen des VGB hier. Was wünschen Sie sich denn vom VGB in den nächsten 100 Jahren, vielleicht erstmal in den nächsten 5? Yeah, maybe if I start. Ja, vielleicht kann ich mal beginnen. Ich denke, es ist ganz offensichtlich, dass wenn man sich die Zukunft ansieht, dass natürlich die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen vor uns liegen, aber auch technische Herausforderungen. Für mich ist der VGB sehr gut positioniert, dem Sektor der Branche zu helfen, bei dieser Veränderung zu helfen und die entsprechenden Veränderungen auch zu bewirken. Die Herausforderung, der wir uns entgegensehen, ist keine, die wir allein lesen können. Das heißt, wir über eine Organisation zu verfügen, mit der man reden kann,
und auch, nahmen wir bereits Bezug auf den Wettbewerb, also das heißt, mit der man auch über diese technischen Dinge sprechen kann, das ist schon eine sehr gute Ausgangsposition. Der VGB macht ja jetzt sehr viel mehr digital, wie Sie sagten, tritt auch in diesem Bereich an die Organisationen heran und auch geht auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Das ist sehr wichtig, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, denke ich. Rolf, ich weiß, du äußerst immer sehr gerne Wünsche. Was wünschst du dir vom VGB? Wie kommst du darauf, dass ich gerne Wünsche habe? Aber man hat ja genug davon. Ich wünsche vom VGB, dass er ein technischer Interessenverband bleibt. Die Gefahr immer wieder für technische Verbände ist, die Lobbyarbeit abzudriften. Das geht beim BVGB regelmäßig schief und hat da nichts zu suchen. Da kann ich auch den VGB nur vorwarnen. Wichtig ist, dass wir wirklich hier eine Interessenvertretung, ein Interessenaustauschforum haben. Da kann ich Herrn Bryce nur zustimmen, wo wir technisch Innovation mit einer Notwendigkeit miteinander bereden können. Wo die Politik weiß, wenn der VGB etwas sagt, dann hat das klar technische Gründe. Dann sind das nicht Lobbygründe, einzelne Unternehmensgründe oder Ähnliches, sondern ganz klar technische Gründe, die beachtet werden sollten. Das macht wirklich die Bedeutung des VGB aus für uns als Mitgliedsunternehmen. Ja, aber wir sind so und wir werden auch so bleiben. Also da kann ich Sie versichern. Das ist sehr schön. Dankeschön, Herr Stamatelopoulos. Wir bekommen bereits Fragen von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich würde die gerne in unsere Diskussion einflechten. Ein Zuschauer fragt nämlich, welche Anforderungen und Lösungen gibt es für das Energiesystem, wenn die Erneuerbaren immer weiter steigenden Anteil an der Energieversorgung haben? Das passt perfekt, weil ich möchte gerne die zwei Unternehmensvertreter hier fragen. Rolf, Herr Bryson, Sie beide haben in den vergangenen Monaten und Jahren Ihre Unternehmen massiv umgebaut, umgestaltet, insbesondere eben auch, weil die Anforderungen an die Energieversorgung völlig verändert sind in den letzten Jahren. Was hat Sie dazu bewogen, in diese Unternehmenstransformation zu investieren und was sind da die nächsten Schritte? Das sind angesprochen die Lösungen für die Energieversorgung von morgen. Also einmal das Nächste, was wir brauchen, ist natürlich Speicherfähigkeit. Die Speicher sind heute die Kraftwerke, die rauf und runter gefahren werden. Je weniger ich noch in fossilen Energien Bewegungsspielraum habe, desto mehr Speicher brauche ich, Möglichkeiten, das zu tun. Wir werden in 20 Jahren ein System haben, was nicht mehr auf Großkraftwerken beruht, sondern aus vielen dezentralen Anlagen beruht. Wir werden verteilte offene Gasturbinen haben oder auch Speicher oder beides, die wir brauchen, um eben Versorgungssicherheit darzustellen, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. Ansonsten der weitergehende Ausbau. Wir werden die Digitalisierung vorangetrieben haben durch Verschaltung vieler kleiner Einspeiser, aber auch von den Abnehmern. Denn auch die Industrie kann hier noch deutlich mehr Flexibilität bieten. Also ein nicht langweiliges System, was aber technisch gut beherrschbar ist. Herr Bryson. Zunächst einmal, wenn man sich die Märkte anschaut und die Kunden, haben sie die Forderung, diese Veränderung vollziehen. Wenn auch unsere Aktionäre wollen diese Veränderung. Sie wollen, dass wir uns auf eine kompatible Energiewirtschaft hinbewegen. Darauf reagieren wir, aber auch die Leute, die für uns arbeiten wollen, dass sie wollen das in ihrem Privatleben und auch in ihrem technischen Leben. Sie sehen die Herausforderungen und streben danach. Auch das ist eine Triebkraft des Wandels. Und wie Sie sagten, Herr Schmitz, die Herausforderung, die wir uns gerade übersehen mit der Integration dieser Technologien, neue Technologien, ältere Technologien, schaffen eine Möglichkeit dafür, dass die Techniker die wichtigsten Herausforderungen lösen, wenn man sich einfach mal das Konzept anschaut, Stabilität zu schaffen in diesem Wandel. Das ist schon ein Riesenprojekt. Und das ist wichtig, wenn man also Menschen in den Unternehmen hat, die hier das entsprechende Commitment haben und die mentale Agilität, dann ist diese Veränderung möglich. Und sobald die Veränderung einmal begonnen hat, dann kann man die sicherlich nicht mehr anhalten, selbst wenn man das will. Denn das ist eine machtvolle Kraft. Und das ist auf jeden Fall mein Gefühl, wenn ich zur Arbeit komme. Dann komme ich natürlich heute zur Arbeit in meinem Homeoffice. Insofern sieht man da nur die Leute auf Teams. Und ich spreche auch trotzdem mit den Leuten in den Kraftwerken und in den technischen Abteilungen. Die wollen wirklich diese Veränderung aktiv bewirken. Vielleicht, Frau Modenbach, kann ich auch was dazu sagen. Ich werde versuchen, so auf technische Art zusammenzufassen, was die Herren auch gesagt haben und was eigentlich die Frage war. Was passiert, wenn die Erneuerbaren weiter ausgebaut werden? Wir werden im zukünftigen System immer disponible Leistung brauchen. Und dafür gibt es prinzipiell drei Möglichkeiten. Es sind fossile Brennstoffe, hauptsächlich Gas. Das wird sicherlich eine Rolle spielen, hat Herr Schmitz auch gesagt, in einer Übergangsphase. Wir haben Speicher. Speicher im Sinne von Batteriespeicher, aber auch im Sinne von Pumpspeicherkraftwerken.
die vielleicht für Deutschland nicht die große Rolle spielen, aber für Europa schon. Und das, die Herausforderung bei den Speichern ist, dass die nicht ausreichen, um eine 14-tägige Dunkelflaute zu kompensieren. Und wir haben die Möglichkeit von erneuerbaren disponiblen Leistungen. Das sind Technologien wie Biomasse, Biogas, die sind naturgemäß sehr begrenzt. Und auch, das haben wir gehört, grüne Gase, Wasserstoff, also erzeugte Gase, die aus erneuerbaren Energien kommen. Das sind die Möglichkeiten. Und nur so können wir das schaffen. Ohne disponible Leistung wird unser Energiesystem keine Zukunft haben. Dankeschön, Herr Stamatelopoulos. Ich würde gerne daran anschließend direkt auch eine Zuschauerfrage wieder aufgreifen. Vielleicht auch an Sie, Frau Peter, als Verbands- und Interessensvertreterin ebenfalls die Frage. Die Zuschauer fragen, ich meine, die Zuschauer kommen vor allem aus Unternehmen, die in dieser Branche tätig sind und unter anderem eben auch von Anlagenherstellern. Und ein Kollege sagt hier, die Anlagenhersteller befinden sich aufgrund von Corona derzeit in einer tiefen konjunkturellen Krise. Wie besteht denn die Möglichkeit, diese Firmen in diesen Veränderungsprozess überhaupt mit einzubeziehen und das zu realisieren? Herr Stamatelopoulos, Frau Peter, als Verbände, was können Sie da tun? Also wir haben sehr früh dazu Stellung bezogen, dass es natürlich jetzt ganz wichtig ist, die Unternehmen, die Beschäftigten hier aus der Krise wieder herauszuholen. Es war klar, dass die Corona-Krise breit auch die wirtschaftlich tätigen Unternehmen trifft. Da war auch die erneuerbare Branche nicht ausgenommen. Es kam dazu, dass wir ja in den letzten zwei Jahren schon Schwierigkeiten hatten, gerade bei der Windenergie. Dazu hatten ja auch zum Beispiel der VDMA oder auch unser Windverband immer wieder Stellung bezogen. Und wenn dann so eine Krankheitskrise, Gesundheitskrise dazukommt, belastet das besonders. Deswegen ist ja der Fokus auch auf unserer Seite, dass man die erneuerbaren Energien ins Zentrum eines Konjunkturprogramms stellt, deutlich macht, dass wir jetzt die Investitionen brauchen, gerade auch vor dem Hintergrund, das sagt ja auch die Internationale Energieagentur, dass die Erneuerbaren gerade auch in der Krise in diesem Jahr am stärksten nachgefragt wurden. Also während die Nachfrage nach fossilen Kapazitäten, vor allen Dingen Kohle, extrem nachgelassen hat, werden die erneuerbaren Energien weiter nachgefragt. Dazu braucht es einen neuen Push. Wir haben gesagt, es braucht ein Aufbruchssignal, auch für die im Rahmen der Erneuerbaren Energiengesetznovelle jetzt den Zubau der Windenergie, der Solarenergie, der Bioenergie, der Geothermie in Wasserkraft zu beschleunigen und anknüpfend an das, was vorher gefragt wird, und endlich auch ein neues Energiemarktsystem zu etablieren, wo die fluktuierenden erneuerbaren Energien Sonne und Wind im Fokus stehen. Bioenergie als Flexibilitätsoption, zuschaltbare Lasten, ein intelligentes Netz, Wasserstoff, andere Sektoren, Kopplungstechnologien rundherum gruppieren und das Energiesystem der Zukunft dezentral und zukunftsfähig aufstellen. Es würde ganz viele neue Jobs schaffen, hat ein hohes Innovationspotenzial. Wir sind ein Land der Ingenieure, der Techniker, der Forschungseinrichtungen. Es wird seit vielen, vielen Jahren an den Vorschlägen gearbeitet. Es fehlt oft der politische Wille, das umzusetzen, und es fehlt ein fairer Markt, das heißt eine CO2-Bepreisung, die das auch anreizt, jetzt die Investitionen auslöst und nicht mehr zurück in die alten Strukturen, die auch Stranded Investments wären. Das wäre jetzt der Rahmen, um den Push zu geben und auch aus der Krise der Maschinenanlagenhersteller wieder rauszukommen. Herr Stamatelopoulos, ja, wie bewerten Sie das aus Sicht des VGB? Ja, ich möchte das aus der Sicht der VGB bewerten, auch als Mitgliedsunternehmen und auch als jemand, der 13 Jahre lang im Anlagenbau gearbeitet hat, also auf der anderen Seite der Hersteller. Und ich muss auch klar sagen, die Hersteller, und ich schaue jetzt auch ein bisschen in Richtung der Hersteller konventioneller Technologie, die Frau Peter hat sehr gut den Teil der Erneuerbaren abgedeckt, aber die Hersteller der konventionellen Technologie, die müssen sich auch anpassen. Also wir brauchen flexible Anlagen in der Zukunft. Wir brauchen schnelle Laständerungsgeschwindigkeiten, und diese Technologie wird auch in der Zukunft gefragt sein. Vielleicht auch etwas, woran ich denke, ich glaube, diese Probleme, die wir jetzt haben, die sind symptomatisch auch für die Pause, die wir eingelegt haben im Umbauen unseres Energiesystems. Im Prinzip, wenn es Unsicherheit besteht, und das hat Herr Schmidt sehr gut für den Offshore-Bereich dargestellt in seinem Vortrag, wenn es keine Investitionen stattfinden,
dann ist der Erste, der diesen Druck spürt, derjenige, der die Anlagen herstellt. Von daher, auch als Verband würde ich sagen, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, insbesondere in Deutschland, dass wir vorankommen mit unserem System, dass wir stabile und fördernde Rahmenbedingungen haben für die Energiewende. Und dann wird das sich auch auf die Herstellerfirmen übertragen. Dankeschön. Wir wollen einmal wieder den Blick der Wissenschaft reinbringen, denn ein Zuschauer fragt uns, die Corona-Pandemie hat eben zu ökonomischer Rezession, Konjunktureinbruch geführt. Und der Zuschauer sagt, es wird auch noch eine ganz schön lange Zeit dauern, bis wir uns davon wieder erholen. Und er sieht die 2030er Klimaziele in Gefahr. Herr Fischedick, Sie haben schon vorhin einige Szenarien aufgezeigt. Wie sehen Sie denn sowohl die politisch regulatorischen Rahmenbedingungen für eine Erreichung der 2030er-Ziele als auch den Impact von Corona darauf und auf die Firmen, die diese Ziele ja möglich machen müssen? Ja, keine einfache Frage. Zunächst gucken wir vielleicht mal auf das, was in diesem Jahr passiert ist. In diesem Jahr sehen wir ja, dass wahrscheinlich global die Emissionen um 6-8% sinken werden. Aber nicht auf Basis von globaler Klimaschutzpolitik, sondern von Dingen, die wir nicht wollten, nämlich eine Corona-Pandemie mit Lockdown in zentralen Wirtschaftsbereichen, mit rückgängigem Verkehrsbereich und vielen anderen Dingen mehr. Und insofern kommt es natürlich ein bisschen darauf an, in einzelnen Bereichen, wo sich durchaus Verhaltensveränderungen als sinnvoll erwiesen haben. Und da will ich vor allen Dingen auf den Verkehr schielen, schon mal so gucken, was man vielleicht rüber retten kann in die Kon- oder Post-Corona. Phase, also im Übergang mit Homeoffice, mit einem etwas bewussteren Schauen auf unsere Reiseverhalten. Also einige der Dinge, die jetzt in Corona auf Druck entstanden sind, kann man möglicherweise sinnvoll rüberretten, aber natürlich nicht den Lockdown der Industrie, das wäre absolut kontraproduktiv. Die 2030er-Ziele, europäisch werden sie ja gerade diskutiert, ich halte sie durchaus für machbar, weil wir jetzt in einer Situation sind, die ganz anders ist als noch vor 5 Jahren. Wir sind heute gerade im Bereich der erneuerbaren Energien in der Situation, wo diese Technologien absolut wettbewerbsfähig sind, wo wir riesige Kostensprünge nach unten gesehen haben in den letzten Jahren. Und wir sind in der Lage, dass wir heute Technologien beispielsweise im Bereich der Stahlerzeugung haben, wo wasserstoffbasierte Stahlerzeugung uns in die Lage versetzen, selbst in diesen Bereichen Schritt für Schritt in Richtung einer Treibhausgasneutralität zu gehen, sodass ich zuversichtlicher bin, dass das in Richtung 2030 gelingen kann. Aber, jetzt kommt das große Aber, die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen sind natürlich allesamt noch nicht da, um das tun zu können. Wir haben als erste vorsichtige Schritte gemacht, indem Teile der Konjunkturprogramme national wie europäisch in die Richtung von Klimaschutzinvestitionen gehen, aber eben auch nur Teile. Und die werden verpuffen, wenn wir da nicht konsequent dranbleiben. Wenn wir dann nicht in 2022, 2023 fortfolgende da dranbleiben und versuchen, das, was jetzt ein Stück weit angeschoben wird, dann noch fortzusetzen. Ich will auch das am Beispiel der Wasserstofftechnologien vielleicht mal deutlich machen, weil es auch im Konjunkturprogramm sowohl europäisch als auch national eine große Rolle spielt. Ich halte es für sehr richtig, zum jetzigen Zeitpunkt dort Investitionen, die sowieso notwendig sind, vorzuziehen. Das wird durch diese Konjunkturprogramme gemacht. Nur wenn man dann in einzelnen Investitionen bleibt, nicht den nächsten Schritt macht, Aufbau von Infrastruktursystemen, Aufbau von Märkten, eine Dynamik in Gang setzt, eine kritische Masse in Gang setzt, dann werden diese Anfangsinvestitionen verpuffen. Insofern ist die klare Antwort, nein, wir sind noch nicht da, wo wir sein müssen, sondern da ist eine Redemenge an Hausaufgaben zu machen. Das weiß auch die Europäische Union, das weiß auch die Bundesregierung, nur da ist manchmal die Geschwindigkeit zu wünschen übrig. Danke, Herr Fischedick. Sie haben eben gesagt, Investitionen vorziehen und die energiepolitischen und regulatorischen Rahmenbedingungen geben das noch nicht her. Wenn jemand investieren muss, dann sind das die Unternehmen, Herr Bryson oder auch Rolf Schmitz. Sie haben gerade schon den Green Deal angesprochen, Herr Fischedick. Gibt der Green Deal beispielsweise oder der regulatorische Rahmen in Deutschland den Impuls für vorgezogene Investitionen? Sorry,
Das sieht ein bisschen so wie die vorherige Frage aus. Da ging es um Ungewissheit. Die größte Herausforderung, die wir derzeit haben, ist, um die Investitionen, die wir für den Wandel brauchen, brauchen wir Gewissheit. Das ist, was absolut notwendig ist. Und wenn wir die Elemente des Green Deal auf dem Tisch haben, die uns sicherlich helfen werden, aber brauchen wir trotzdem noch, wir brauchen das Engagement, wir brauchen die Mechanismen, wir brauchen den ETS, wir brauchen die steuerlichen Regulatorien. Und wenn wir diese unterschiedlichen Elemente zusammenfassen, das Green Deal, und wenn wir auf diese Weise die benötigte Gewissheit schaffen können, dann haben wir eine Chance, auch die Investitionen garantieren zu können, die wir für die Wende brauchen. Aber dafür müssen die Regierungen, die Parlamente und die EU das unterstützen und sich dazu bekennen. Das ist eine große Herausforderung, dies aufeinander abzustimmen. Aber selbst mit Corona, dieses Bewusstsein um die Dringlichkeit, die man auch in der Politik mittlerweile wahrnimmt. Also mein Glas ist vielleicht eher halb voll und ich glaube, wir können etwas erreichen, wenn wir es versuchen. Und das ist auch eine sehr große Chance für den Wandel. Wolf, bist du genauso optimistisch? Ich bin optimistisch dahingehend, dass jetzt, ich sag mal ganz platt, eine Menge Geld auf dem Tisch liegt, was sonst nicht so generiert worden wäre in dieser konzentrierten Form. Und es jetzt darauf ankommt, dieses Geld für die Transformation richtig auszugeben. Insbesondere auch für die industrielle Transformation. Also noch das eine ist Energiewirtschaft, das andere aber die Industrie. Wenn uns unsere Kunden nicht mehr da sind, nutzen uns das auch wenig, wenn wir wunderbaren Strom herstellen. Daher ganz wichtig, dass man da jetzt auch mehr Sicherheit wieder hat und mit Hilfe auch solcher Fördermittel dann in die richtigen neuen und grünen Technologien investieren kann. Denn dort sind auch große Probleme zu sehen. Und gestern mit Frau Merz noch von ThyssenKrupp zusammengesessen. Mal so einen Stahlhersteller umzustellen, braucht ein Investment erst recht, wenn die Taschen leer sind. Und da kann jetzt wirklich Unterstützung geleistet werden und sollte Unterstützung geleistet werden. Herr Stamatilopoulos, welche Hoffnungen verbinden Sie als VGB mit dem Green Deal und mit der politischen Regulierung? Und was wissen Sie aus Ihren Mitgliedsunternehmen darüber? Also wir verbinden den Wunsch nach Stabilität, nach festen Rahmenbedingungen und einen großen Rahmen für ganz Europa. Also ich meine, das ist auch eine Diskussion, ich beziehe ein bisschen mich auf Deutschland. Wir neigen immer dazu, auch das europäische Ausland zu vernachlässigen. Entweder in Sachen von gesicherter Leistung oder in Sachen von Flexibilitätsleistung zur Verfügungstellung. Und ich bin der Meinung, dass der Green Deal einen solchen Rahmen darstellen kann. Dankeschön. Sie haben alle eigentlich gerade schon angesprochen, neue Technologien. Und auch unsere Zuschauer fragen insbesondere nach einer neuen Technologie. Und das ist Hydrogen, auf Englisch H2, der Wasserstoff. Unter anderem ist eine Frage, die Innovationen beim Wasserstoff sind ja alle noch in den Kinderschuhen. Und die Zuschauer fragen sich, wie kann man das denn verbessern? Vielleicht, Frau Peter, Sie haben vorhin auch über Innovation und neue Technologien sehr viel gesprochen. Was sehen Sie denn, wie kann man die Zukunft des Wasserstoffs etwas sicherer gestalten? Wie kann man da ein bisschen anschieben? Mhm. Ja, Wasserstoff ist in aller Munde, nicht nur in Deutschland, europaweit, international. Auch deswegen, weil es ein wichtiger Stoff ist, der gerade für industrielle Zwecke, Stahlindustrie wurde angesprochen, Zement, Chemie zur Verfügung steht, um dort zu helfen, wo eine direkte Elektrifizierung zum Beispiel mit Ökostrom nicht machbar ist. Das braucht große Mengen, deswegen diskutieren wir ja schon sehr lange und auch die nationale Wasserstoffstrategie darüber, was kann heimisch produziert werden und was brauchen wir international. Ich glaube, wir wissen alle, dass wir da um Importe nicht herumkommen, aber hier sollte Deutschland doch tatsächlich den Hut in den Ring werfen, wenn es darum geht, selber Technologien aufzubauen, Elektrolysekapazitäten zu sichern und hier den Markthochlauf zu organisieren. Also vor allen Dingen zum Beispiel jetzt an den Standorten, an denen zum Beispiel Überschussstrom im Norden Deutschlands durch Windanlagen vorhanden ist. Gibt es ja schon Pilotprojekte und diese Pilotprojekte müssen jetzt in einen anderen Maßstab, der im großen Stile diese Elektrolyse vorbereitet.
vorsieht. Um das anzukurbeln, sehen wir, das haben wir jetzt auch mehrfach deutlich gemacht, auf jeden Fall perspektivisch eine Änderung des Abgaben- und Umlagensystems. Gerade wird ja darüber gesprochen, wie kann man die Steigerung der EEG-Umlage etwas abfedern. Sicher kann man neue Technologien anreizen, indem man hohe Abgaben senkt, nicht gleich das Kind mit dem Bade ausschütten, also nicht gleich die EEG-Umlage auf Null setzen, weil irgendjemand muss ja die Erneuerbaren noch weiter bezahlen, aber bei Abgaben und Umlagen die neuen Sektorentechnologien anreizen, auch hier frühzeitig eine Akzeptanzdebatte führen, weil für uns natürlich völlig klar ist, der Wasserstoff der Zukunft ist grün. So wird er auch nur akzeptiert sein. Es wird weder der atomare Wasserstoff aus Frankreich noch ein blauer oder grauer Wasserstoff die Klimaziele und die Akzeptanz erreichen, sodass wichtig ist, es gleich mit einem Konzept für den Aufbau der erneuerbaren Energien zu synchronisieren. Und deswegen braucht es hier jetzt auch die richtigen Rahmenbedingungen. Das fängt beim EEG an, geht ins Energiewirtschaftsgesetz und braucht dann auch perspektivisch eine komplette Neuordnung der Abgaben, Steuern und Umlagen, um diese Technologien voranzubringen. Dankeschön, Frau Peter. Da sind wir bei der Farbenlehre wieder. Sie haben es gerade angesprochen. Und gerade beim Wasserstoff mit all seinen vielen Farben sind wir ganz besonders im Bereich der Farbenlehre. Herr Bryson, Sie haben vorhin die Farbenlehre aufgebracht. Türkiser, violetter, gepunkteter Wasserstoff, grüner Wasserstoff, was auch immer. Wo setzt Uniper drauf? Sind Sie bunt unterwegs? Wir sind sehr bunt unterwegs. Ich denke, letztendlich bin ich sicher, dass es in eine Situation kommen wird, wo wir grünen Wasserstoff einsetzen müssen. Aber wir bekommen das nicht in einem Schritt. Das Volumen des Wasserstoffs, das wir brauchen für diese Wende, wir haben über Stahlwerke gesprochen, die Mengen Wasserstoff, die wir brauchen, sind unglaublich groß. Also die Fähigkeit, direkt zu einer grünen, rein grünen Welt zu kommen, ist unrealistisch und es ist noch nicht, auch noch nicht möglich, vollkommen sofort auf Erneuerbare umzustellen. Also was wir brauchen, wir müssen pragmatisch sein und wir müssen in der Lage sein, eine Evolution und keine Revolution zuzulassen, denn die Revolution wird nicht passieren. Also wir werden unterschiedliche Farben vom Wasserstoff haben und wir müssen einfach erkennen, dass wir entschlossen sind, letztlich grün zu werden. Wenn wir jetzt über Wasserstoff sprechen, dann netzen wir beispielsweise überschüssige Energie aus Windparks. Und ich kann mir vorstellen, wo wir es nicht nutzen werden. Wir nutzen Windparks, um Wasserstoff zu erzeugen. Warum? Weil der Großteil der Energie in Europa nicht in Elektronen, sondern in Molekülen sich bewegt. Und so sieht die Situation nun einmal aus. Und ich denke, wir werden eine sehr fundamentale Veränderung haben, wie wir arbeiten werden. Aber das passiert nicht über Nacht. Also die Farben sind dort. Aber letztendlich bin ich überzeugt, werden wir grün haben. Aber das wird eine Zeit dauern und das wird auch Jahre dauern, nach meiner Ansicht. Rolf, du baust RWE gerade zu einem grünen Unternehmen um, auch mit grünem Wasserstoff? Auch mit grünem Wasserstoff in Versuchsanlagen, in technologischer Entwicklung. Aber ich sag mal, wenn ich an grünen Wasserstoff denke und dann an Deutschland denke, dann muss ich eigentlich sofort Deutschland verlassen. Denn wir werden hier nie das produzieren können, weil wir gar nicht die Fläche dafür haben, was man hier brauchen würde. Deswegen kann dem Kollegen nur zustimmen von Uniper, was ja nicht verwunderlich ist. Wir werden diese Übergangstechnologien brauchen. Wir müssen aber jetzt anfangen zu entwickeln, dass wir Wasserstoffnetze haben. Wir müssen anfangen zu entwickeln, dass wir die Technologien haben, den Wasserstoff dann noch einzusetzen. Aber Mary Simpson, die Energiekommissarin, hat mal sehr klug gemacht, Strom überall da einsetzen, wo er nur irgendwie einsetzbar ist. Und wenn dann noch etwas übrig bleibt, dann denken wir mal ganz vorsichtig über Wasserstoff nach. Weil grüner Wasserstoff unglaublich energieintensiv ist und sehr, sehr teuer ist. Und darum sollte man sich schon den Dingen des blauen Wasserstoffs, des türkisen Wasserstoffs zuwenden, zumindest als Übergangstechnologie. Denn wenn ich die wunderbaren Leitungen habe mit irgendwas, muss ich sie füllen. Und ich kann sie nicht mit grünem Wasserstoff füllen, weil ich so viele erneuerbare Anlagen gar nicht habe. Und jetzt zu sagen, ich mache jetzt großartig aus erneuerbarem Strom, wo wir in Deutschland jetzt bei 50% sind, mache ich jetzt Wasserstoff und dann bleibe ich beim Strom bei 50% stehen, ist vollkommener Unsinn, energetisch und exergetisch absoluter Unsinn. Und wir sind ja unter uns Technikern, da darf man von Exergie auch mal reden. Und insofern sollte man da sehr vorsichtig sein. Herr Stamatilopoulos, was sagt der technische Verbandsleiter dazu? Genau, also diese Eigenschaft möchte jetzt gerecht werden. Und ich möchte auch nicht missverstanden werden, dass wir hier versuchen zu bremsen oder die Schwierigkeiten aufzuzeigen.
Aber ich denke, es ist unsere Verantwortung, auch auf die Herausforderungen hinzuweisen. Also ich glaube, Herr Schmitz hat das gesagt mit dem Wirkungsgrad. Ein anderes Thema ist der Wasserverbrauch. Also wir brauchen, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, für ein Kilogramm Wasserstoff brauchen wir 10 Liter Wasser. Dieses Wasser muss von irgendwo kommen. Und ich muss auch etwas sagen, für die Energiewirtschaft wird der Anteil des Wasserstoffs sehr klein sein im Vergleich zu dem, was die Industrie verbrauchen wird, was für die Dekarbonisierung der Industrie erforderlich ist. Und das ist wichtig und auch ein Detail vielleicht. Der grüne Wasserstoff ist heute und heute haben wir natürlich nicht die großen Versuchsanlagen der Größenordnung 100 Megawatt. Erst ab diesem Punkt würde ich anfangen zu sagen, ja, die Kosteneinschätzungen sind richtig, ist heute deutlich teurer als der blaue Wasserstoff. Von daher, ich will vermeiden, dass wir so eine eierlegende Wollmilchsau-Diskussion, das wird schwierig für die Übersetzung für David sein, aber dass wir in diese Diskussion da reinkommen und immer hoffen, dass wir die Lösung jetzt gefunden haben und dabei uns bei anderen Themen, die auch erforderlich sind, uns selbst bremsen. Die eierlegende Wollmilchsau ist ein super Stichwort für Herrn Fischedick. Der winkt mir nämlich auch schon. Herr Fischedick, der Wissenschaftler in Ihnen, der muss doch dabei sofort zucken. Die eierlegende Wollmilchsau, können Sie die produzieren in Wuppertal? Natürlich liebe ich eierlegende Wollmilchsau, aber ich habe leider auch keine zur Verfügung. Ich will aber vielleicht mal mit einer kleinen Anekdote anfangen, um nochmal dieses Thema der Effizienz ein Stück weit in den größeren Kontext zu heben. Wir müssen mal ansehen, was wir im Bereich der Automobilindustrie seit 100 Jahren machen. Das ist sozusagen die Spitze der Ineffizienz. Wenn wir mit Verbrennungsmotoren, mit hundsmiserablen Wirkungsgraden ein Automobil von A nach B zu tragen. Das machen wir seit 100 Jahren. Insofern muss man das mit der Effizienz immer ein Stückchen weit natürlich relativieren. Auch wenn ich im Grunde völlig der Meinung von Herrn Schmitz bin, zu sagen, da wo möglich, natürlich so effizient wie eben möglich die Energie zu nutzen, da wo man Strom direkt nutzen kann, den Strom direkt nutzen und nur da, wo es nicht geht, dann auf andere Optionen überzugehen. Zweites Stichwort, was ich gerne mal bringen möchte, und da bin ich auch nur jetzt bei dem, was gerade gesagt worden ist, wir dürfen nicht den Fehler machen, jetzt Wasserstoff zur Königstechnologie auf Schild zu geben, sondern wir brauchen natürlich zunächst mal den Ausbau neuer Energien. Wir brauchen Energieeffizienz auf der Nachfrageseite und viele, viele andere Dinge mehr. Aber wir brauchen eben auch den Wasserstoff. Und beim Wasserstoff sind wir heute in einer anderen Situation als bei den letzten 3, 4 Dekaden, als auch schon mal Wasserstoff Top-Thema gewesen ist. Nämlich in einer Situation, wo sich die Technologien deutlich weiterentwickelt hat. Die Elektrolyseure sind besser, zum Teil kostengünstiger geworden. Da ist auch noch mehr Luft nach oben. Wir wissen heute, wie man Erdgaspipelines umwidmen, sodass sie Wasserstoff transportieren können. Wir wissen heute, wie man Wasserstoff nutzt zur Stahlproduktion. Also da sind wir technologisch deutlich weiter als bei den letzten Dekaden, als schon mal Wasserstoff sehr stark hochgelobt wurde. Der Bedarf ist heute sektorübergreifend. Das ist zwar völlig richtig, dass im Strombereich wahrscheinlich der Bedarf an Wasserstoff zumindest erzeugungsseitig relativ gering sein wird. Wir brauchen vielleicht viele Anlagen, die in der Lage sind, mit Wasserstoff rumzumachen, viele Kapazitäten, aber die werden nicht so fürchterlich viel laufen im Jahresverlauf, dass die Mengen an Wasserstoff, die im Strombereich ansetzen, sicherlich gering sind. Das ist aber im Industriebereich ganz anders. Das ist in bestimmten Bereichen des Verkehrssektors ganz anders. Da kommen die großen Wasserstoffbedarfe her. Und insofern stellt sich dann die Frage, wo kommt er denn her, der Wasserstoff? Was ist noch anders als bei den letzten Dekaden? Man spürt quasi ein Investitionsinteresse der Unternehmen in Wasserstoff zu investieren, auch nicht mehr nur in Pilot- und Demonstrationsanlagen, sondern in weit mehr. Und es gibt vor allen Dingen auch eine internationale Bewegung in Richtung Wasserstoff. Und das führt mich eben zu dem Punkt, dass wir möglicherweise dann doch nur die Schüler in Richtung einer Wasserstoffwirtschaft entwickeln, als wir uns das heute vorstellen. Das hängt dann tatsächlich an der internationalen Dynamik. Das hängt am Aufbau von internationalen Wasserstoffmärkten oder von aus Wasserstoff abgeleiteten Energieträgern. Und da werden wir möglicherweise auch Überraschungen erleben. Und was den blauen und türkisen Wasserstoff anbelangt, die Diskussion ist meines Erachtens nicht zu führen. Es ist da sehr stark auf eine Akzeptanz davon abhängen wird, wie lang ist diese Übergangsphase, über welche Mengen reden wir, über welche Standorte reden wir.
Und dann ist, glaube ich, auch zu sagen, wenn wir über einen begrenzten Übergangszeitraum reden, macht es denn da vielleicht Sinn, in blauen Wasserstoff und türkisen Wasserstoff zu investieren? Oder kann man dann nicht im leicht zugedruckten chemischen Zusammenhang sagen, dann kommen eben die ersten Wasserstoffnehmen aus Grauen? Wasserstoff, das ist eben alles eine offene Frage, die nur klären müssen, wie wir zahlen auf dem Tisch. Wie wir ein Gefühl für Mengen haben, ein Gefühl für Zeiträume haben. Also insofern bin ich da noch nicht ganz so weit, Rufzeichen über die Antwort zu setzen. Dankeschön, Herr Fischedick, für die wissenschaftliche Perspektive zu dem Thema. Uns erreichen viele Fragen zum Thema Wasserstoff, aber ich denke, wir haben jetzt einmal eine gute Runde zu diesem Thema gedreht. Deshalb möchte ich mich gerne auch noch weiteren Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer widmen. Die Politik und die regulatorischen Rahmenbedingungen sind ebenfalls ein großes Thema, was Sie beschäftigt. Und da geht die Frage speziell an Sie, Herr Stamatilopoulos. Wie denken Sie und der VGB denn über eine einheitliche Energiepolitik der EU-Staaten? Da werden auch wirtschaftliche Aspekte angesprochen, beispielsweise keine Wettbewerbsnachteile aufgrund unterschiedlich strenger Auflagen oder Vorgaben. Ich gehe davon aus, da wird insbesondere auf Anlagenhersteller abgestellt. Würden Sie sich sowas wünschen, einheitliche EU-Regulierung? Ja, vorher ist das Stichwort gefallen, wir haben noch nicht Weihnachten, um etwas zu wünschen. Eigentlich kann man das nicht anders machen. Wir brauchen eine europäische Politik. Wir haben ein weitreichend verbundenes Netz innerhalb von Europa und es müssen dieselben Rahmenbedingungen geben. Warum ich beim Muss und beim Soll bleibe, weil leider die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass immer wieder lokale oder länderspezifische Lösungen angestrebt worden sind. Ich glaube im Übrigen auch, das Thema Green Deal, was Sie mich vorher gefragt haben, ist eine Möglichkeit, einen gemeinsamen Rahmen für alle Länder der Europäischen Union zu setzen und das entsprechend zu machen. Wir sind da als Verband, wir haben Mitglieder und auch sehr aktive Mitglieder aus fast allen europäischen Ländern und wir würden eine solche Entwicklung sehr stark begrüßen. Dankeschön. Frau Peter, die erneuerbaren Energien sind die Zukunft. Ist das europaweit ein Level Playing Field? Was würden Sie sagen? Ja, unbedingt. Wobei ich dann gerade an die Vorfrage anknüpfen kann. Leider ist das häufig nicht umgesetzt. Wobei wir erfahren, zum Beispiel mit erneuerbarer Energienrichtlinie, dem Vorstoß Green Deal oder jetzt aktuell dem Vorstoß von Frau von der Leyen, dass die EU-Kommission Treibhausgasminderung von -55% anstrebt, was tatsächlich noch höher sein muss, um die Klimaziele zu erreichen, dass auf der europäischen Ebene die Diskussionen manchmal mittlerweile weiterreichender sind, weshalb dann auch der Impuls von Europa Richtung Berlin, Richtung Bundesrepublik ausgeht. Zum Beispiel gerade die Frage der sauberen Energieversorgung schneller und auch dezentraler mit den Bürgerinnen und Bürgern zu lösen. Da warten wir schon länger darauf, dass es in deutsches Recht umgesetzt wird. Aber ich verspüre einen hohen Reiz, weil ja ich in meinem Vortrag hervorgehoben habe, welche große Wirkung das Erneuerbare Energiengesetz auf nationaler Ebene für den Ausbau der erneuerbaren Energien hat und jetzt neben der Preissenkung der Anteil vor allen Dingen Wind und Sonne bei 50% des Strombedarfs es heute liegt, dass natürlich auch die einzelnen Mitgliedstaaten ihre Politik so ausgestalten sollen und müssen, dass sie nicht von Europa ausgebremst werden. Also da ist ein gutes Miteinander gut und richtig. Die Gemeinschaft hat sich verbindliche Klimaziele gesetzt. Die Gemeinschaft hat jetzt eine gemeinsame Industriestrategie oder ist dabei, diese zu entwickeln. Sie entwickelt die Kernpunkte für den Green Deal und Klimaschutzgesetz. Und da ist es wichtig, dass dann auch gerade die Bundesregierung während der EU-Ratspräsidentschaft jetzt in diesem Halbjahr vorangeht und sagt, wir gehen mit den ambitioniertesten Zielen, wir gehen mit den ambitioniertesten Maßnahmen, um erstens wieder Vorreiter zu sein und zu werden und zweitens innerhalb der Europäischen Union eben die Energiewende weiter mit voranzutreiben. Also deswegen das eine tun, ohne das andere zu lassen, Brüssel stärken bei allem, was geht, aber eben auch national handeln, um hier die Industrie und die eigenen Bedarfe, die auch Deutschland hat, zu berücksichtigen und in allen Sektoren die Energiewende weiter zu stemmen. Dankeschön, Frau Peter, für dieses Plädoyer für eine gemeinsame Energiepolitik.
Wir bekommen viele Fragen auch zum Thema Brückentechnologie. Herr Bryson hatte es angesprochen, Gas als Brücke beispielsweise in die Zukunft der Erneuerbaren. Versorgungssicherheit ist da natürlich das große Stichwort. Rolf, ich weiß, du als Ingenieur hast eine sehr dezidierte Meinung zum Thema Brückentechnologien und Versorgungssicherheit. Der eine Kollege fragt ganz konkret, haben wir da ein großes Risiko, und das zwar schon sehr zeitnah, also nicht erst langfristig, dass wir keinerlei Backup oder Balancing Capacity, also Ausgleichsleistung mehr haben könnten im System? Du baust RWE zum erneuerbaren Produzenten um. Wo nimmst du das dann her? Also wir bauen RWE ja nicht zum erneuerbaren Produzenten um, sondern wir haben zwei Bereiche. Wir haben den Bereich der volatilen Energie, das ist Wind, Sonne, Wind on und Offshore und Sonne. Und der nicht volatilen Energie, das sind heute noch teilweise Kohlekraftwerke, das sind Gaskraftwerke, das ist Biomasse, das sind Speicher, das kann Wasserstoff sein und das kann, wen habe ich noch vergessen, Wasser sein. Und insofern ist das eigentlich die Unterscheidung aus der Technik heraus, die wir auch im Unternehmen abgebildet haben, wie du weißt. Und daher kommt es jetzt drauf an, und da plädiere ich seit Jahren, was das Gleiche hat, meinen geregelten Streit mit Herrn Altmaier da, wir werden Kapazitätsausschreibungen brauchen. Kapazität kann bereitgestellt werden durch Speicher, durch Lastabschaltung oder durch neue Gasturbinen. Das werden offene Gasturbinenanlagen sein, weil sie nicht mehr viel laufen werden, also einfache Technologie. Und insofern, wenn man will, läuft man nicht in diese Schere rein. Wenn man zu spät ausschreibt, läuft man in ein solches Problem rein. Und man weiß sehr genau, was abgeschaltet wird. Insofern wäre es wunderbar, wenn man auch rechtzeitig darüber nachdenken würde, was abgeschaltet werden soll. Auch eine offene Gasturbinenanlage braucht 4 Jahre. Die OB wird es heute, glaube ich, nicht mehr geben. Die rechnen sich über die Restlaufzeit nicht mehr. Und Gasmotor geht schneller, aber es ist deutlich weniger effizient. Herr Bryson, Sie haben vorhin die Brückentechnologie ins Gespräch gebracht. Nun, wir haben ja Beispiele dessen bereits in Europa gesehen. Wir haben das auch in Großbritannien gesehen, wo das Netz ja mit mehr als 50% Erneuerbaren lief und der Verlust eines Windparks, eines Gaskraftwerks resultierte, Sie wissen das ganz gut, resultierte in einer Netzinstabilität, was zu Lastabwurfproblemen in den Verteilnetzen, in Krankenhäusern führte. Das heißt, die Realitäten sind da. Es besteht ein Bedarf daran, die Trägheit des Netzes zu managen und den Ausgleich des Netzes im Sinne der Stabilität zu fördern. Das ist klar. Wir sollten nicht die Investitionen unterschätzen, die immer noch in die Gastechnologie gehen. Das ist auch aktuell noch der Fall. Wir investieren schon sehr signifikant in unsere aktuellen Gaskraftwerke. Wir bauen vielleicht nicht immer neue, aber wir steigern ständig die Effizienz, den Wirkungsgrad, die Flexibilität, die Hochlauf- und Abfallzeiten, so dass wir die Flexibilitäten haben, die gerade jetzt nötig sind. Aber ja, es besteht ein Risiko, und tatsächlich ist es nicht die Verantwortung einer Gesellschaft, dies zu lösen, sondern die Verantwortlichkeit der ganzen Energieversorgung. Das ist unsere Herausforderung. Das ist ja nahezu ein Ökosystem. Und hier muss man zusammenarbeiten, um die Stabilität zu schaffen, die benötigt wird. Dankeschön. Wir kriegen auch die Frage, nämlich Herr Stamatelopoulos, wir haben gerade über Versorgungssicherheit und über Gasturbinen gesprochen. Vielleicht können Sie auch zu diesem Aspekt noch was dazufügen. Ein Zuschauer fragt uns nämlich, welche Rolle spielt Nord Stream 2, was ja heute täglich gerade in den Medien ist, eben aus Sicht der Versorgungssicherheit? Aber ich glaube, ich habe Herrn Schmitz vorher zugestimmt, dass wir ein technischer Verband sind. Von daher werde ich zu Nord Stream 2 jetzt nichts sagen wollen. Vielleicht, um das seriös zu beantworten, aktuell haben wir genug Gas am Markt. Das ist die momentane Situation. Es gab auch Zeiten, wo es weniger Gas gab auf dem Markt. Das ist auch richtig. Aber momentan haben wir über LNG, aber auch durch Gas in den Pipelines eine Überflutung, könnte man sagen, des europäischen Marktes in Gas. Ich wollte zum Thema Gasturbine und offene Gasturbinentechnologie was sagen, weil ich habe den Eindruck, dass die Frage auch von einem Kollegen aus der Herstellerindustrie kam, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich glaube, für uns ist es auch wichtig, eine Gasturbinentechnologie zu entwickeln, die auch wasserstoffkompatibel ist, die in der Zukunft zumindest teilweise auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Und soweit ich weiß, ich will jetzt keine Firmen nennen, keine Hersteller, aber es gibt solche Programme, es gibt auch solche Entwicklungen, wo wir auch zu einem relativ hohen Anteil von Wasserstoff
in der, mit Verbrennung von Wasserstoff in der Lage sein werden. Und das würde einen sanften Übergang dann erlauben vom Gas, der heute aus heutiger Sicht notwendig ist, zum, zum Wasserstoff später. Da kann ich vielleicht noch mal kurz beistehen, denn ich sollte vielleicht auch diese Frage teilweise beantworten. Denn Sie sind der finanzielle Investor in Nord Stream 2. Ich glaube, es ist relativ klar, dass die Möglichkeit, die Fähigkeit Europas, eigenes Gas zu produzieren, abnimmt. Das sieht man in den Niederlanden und auch in der Nordsee. Und es wird einen Bedarf geben, selbst wenn wir jetzt in der Situation sind, wo wir viel Gas haben, wo wir alle mehr Gas brauchen in den nächsten Jahren, um mit diesem Übergang fertig zu werden und die Möglichkeit zu haben, zu importieren über LNG beispielsweise oder auch zu importieren über Nord Stream 2, was ja bereits zu 80% Wasserstoff zulässt, passt also in die neue Welt. Das wäre etwas, was die Versorgungssicherheit Europa gewährleisten kann. Und deswegen ist es wichtig, diese unterschiedlichen Lieferketten, die hier ins Spiel kommen, nach Europa kommen, zu integrieren, um hier eine florierende Industrie. Herr Fischedick, ich hätte da gerne eine wissenschaftliche Perspektive von Ihnen drauf. Wir haben jetzt gehört, es gibt genug Gas in Europa. Es gibt Turbinen, die auch Wasserstoff verbrennen könnten, nicht nur Gas. Wie sehen Sie diese Technologien in der Zukunft? Und auch Frau Peter, ich hätte gerne noch Ihre Perspektive danach dazu. Was macht das alles mit der Zukunft, die ja erneuerbar ist? Also wer jetzt in neue Gaskraftwerke investiert, der sollte das in Anlagen tun, die eben sogenannte Hydrogen-Ready sind, die also in der Zukunft umgestellt werden können auf Wasserstoff. Denn wenn wir die europäischen und nationalen Treibhausgasminderungsziele ernst nehmen, dann heißt das ja Treibhausgasneutralität 2050. Und dann kann und darf eben auch kein Erdgas, kein fossiles Erdgas mehr verbrannt werden. Und das spricht schon allein dafür, dass diese Anlagen, wenn sie denn hinreichend lange betrieben werden sollen, Wasserstoff-Ready oder Hydrogen-Ready sein müssen. Und da gibt es eben tatsächlich immer mehr Hersteller, die Gasturbinen anbieten, die das können. Und in Zukunft wird es noch mehr geben. Die Programme laufen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und zu Nord Stream 2 ist im Grunde auch schon alles gesagt worden. Die Energiewelt wird nicht zusammenbrechen, wenn diese Pipeline nicht zu Ende gebaut wird, weil genügend Gas im System ist, weil wir genügend Möglichkeit haben, aus anderen Stellen Erdgas zu beziehen. Und weil der Erdgasbedarf voraussichtlich, wir sagen zumindest die meisten Szenarien, nicht steigen wird in den nächsten Jahren europaweit, sondern eher zurückgehen wird, wenn man auch im Gebäudebereich, im Industriebereich in Richtung Effizienzsteigerung, Richtung Sanierung geht. Da würde ich mir jetzt keine grundsätzlichen Versorgungssicherheitssorgen machen, wenn die Pipeline nicht so zu Ende gebaut wird. Aber es ist nicht meine Entscheidung, insofern bin ich froh, sie nicht treffen zu müssen. Danke, Herr Fischedick. Frau Peter, Ihre Perspektive zu der Brückentechnologie Gas? Also vielleicht auch noch ein Halbsatz zu Nord Stream 2. Ich glaube, wir alle wissen, dass das vor allem eine außenpolitische Frage ist, die hier eine Rolle spielt bei der Abschätzung. Klimapolitisch ist von Herrn Fischedick schon gesagt worden, wir müssen eher runter mit fossilen Energien und auch zum Beispiel was blauen Wasserstoff angeht. Man wird Kosten haben, wenn man das den Kohlenstoff aus dem Erdgas rausnehmen muss. Deswegen muss man sich da immer Gedanken machen, was kostet das auch perspektivisch. Da werden die grünen Energien immer im Wettbewerbsvorteil weiterentwickeln. Und deswegen ist es natürlich auch klimapolitisch schwierig, energiewirtschaftlich eben auch gesagt, eigentlich nicht notwendig. Und wenn wir die Sprünge sehen bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien, mein jetzt erstes Halbjahr über 50% erneuerbarer Strom im Netz. Die Versorgungssicherheit ist 100% hergestellt, ist immer Hut ab vor der Leistung der Netzbetreiber, die dann an manchen Tagen sogar bis zu 100% Einspeisung durch Ökostrom managen. Das heißt, auch das ist kein Problem, wird auf Dauer auch kein Problem sein, wenn wir dann mit weiter intelligenter, digitaler Technologie die Netze steuern, wenn wir zuschaltbare Lasten nutzen, das ganze System flexibilisieren. Da möchte ich auch nochmal eine Lanze für die Biogasanlagen brechen, weil keiner oder kaum jemand weiß, dass mit dem vorhandenen Biogasanlagenpark 60 Gaskraftwerksblöcke ersetzt werden können. Also bevor man da groß neu baut, zu gucken, was ist denn schon da, wie kann das flexibel gefahren werden, und mit Speichern und mit Power-to-X-Technologien wird dieses System sehr schnell in den nächsten 1 bis 2 Dekaden komplett umstellbar sein. Und da
muss dann immer diese Frage, müssen wir noch eine große Brücke aufbauen? Ich meine, nein, da werden einzelne Gaskraftwerksblöcke benötigt, aber wenn die gesamte Infrastruktur und die Energieversorgung erneuerbar und dezentral ist, muss man sich auf diese Dezentralität stürzen und um die entsprechenden Rahmenbedingungen kümmern. Ich würde gerne da einen Gegenentwurf nochmal setzen, was Wasserstoff betrifft. Ich plädiere sehr, sich sehr genau die Methanpyrolyse anzuschauen, denn sie brauchen ungefähr 15 bis 20% des Stromes, des erneuerbaren Stromes, um Wasserstoff herzustellen als die Elektrolyse. Und wenn ich eben diese Reformierung machen kann, das C sicher ablagern kann, ich habe ganz große Löcher dafür, da war früher mal viel C drin, dann kann man da auch eine Menge mit erreichen. Denn ich glaube, das ist noch zu wenig als Gamechanger gesehen worden, was die nächsten 20 Jahre betrifft. Wenn die Methanpyrolyse wirklich eine Lösung ist, die inklusive der inerten Ablagerung von C eine große Bedeutung erlangen kann, großtechnisch, dann ist das für das Gesamtsystem von großem Vorteil, weil das viel weniger erneuerbaren Strom braucht und also viel mehr Wasserstoff zulässt. Außerdem kann ich die bestehenden Erdgasnetze nutzen bis zum Kunden, dort die Pyrolyse aufbauen und dann in dezentrale Wasserstoffnetze reingehen. Also das sollte man sich sehr genau anschauen. Da würde ich doch jeden darum bitten, sich das mal vertrauter zu machen. Das ist eine perfekte Überleitung, denn wir haben hier die Frage nach den technisch-wissenschaftlichen Potenzialen der neuen Energien. Methanpyrolyse, Herr Fischedick, was sagt der Wissenschaftler dazu? Oder welche Technologien, sagen Sie, sollte man sich auch noch mal genauer angucken? Grundsätzlich bin ich durch bei Schmitz zu sagen, dass man sich diese Technologie genauer angucken soll. Wir haben da natürlich eine Technologie, die vielleicht 10 Jahre später dran ist, als jetzt die Herstellung von blauem Wasserstoff aus Erdgasreformierung mit der Abscheidung von CO2 und der Speicherung von CO2. Aber sie hat zumindest auf der Speicherseite deutlich weniger Probleme. Insofern macht es Sinn, sich das anzugucken. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, wie groß sind die Mengen, die man transportieren muss, wohin? Und kann man es nicht auch direkt in Richtung Übergang zu grünem Wasserstoff machen? Aber grundsätzlich sich das in Ruhe anzugucken, zu schauen, wo kann er hergestellt werden, wo kann das C eingelagert werden oder zum Teil auch genutzt werden. Das macht unbedingt Sinn, sich das zu fragen. Aus meiner Sicht, ich habe es ja mal vorher ganz kurz angedeutet, ist eine der spannendsten Fragen rund um dieses Wasserstoffthema am Ende des Tages tatsächlich, wie entwickelt sich ein internationaler Markt? Und wird es überhaupt ein reiner Wasserstoffmarkt sein oder werden es Derivate sein, die sich aus Wasserstoff ableiten? Synthetische Gase, synthetische Feedstocks für die chemische Industrie, Vorprodukte für die Stahlindustrie. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, wo die Erzeugungsstandorte sein werden und wie die Transportrouten aussehen. Nehmen wir mal an, der Wasserstoff würde in Nordafrika oder im Mittleren Osten hergestellt. Und dann wäre vielleicht der Wasserstofftransport das Mittel der Wahl, weil die Entfernungen noch relativ überschaubar sind. Reden wir über Chile, Argentinien und Australien, sind die Entfernungen so groß, dass Pipelines natürlich ausschalten. Dann muss ich den Wasserstoff in flüssiger Form transportieren mit gigantischen Verlusten. Dann liegt natürlich schon die Frage nahe, ob ich dann den Wasserstoff nicht direkt vor Ort in andere Produkte umwandle, die dann transportiert werden. Also viele, viele offene Fragen, die sich mit dem jetzt gerade in Entstehung befindenden internationalen Markt so langsam ausmändeln werden. Und es wird noch spannend darauf zu schauen, wer wann wo mit welchen Angeboten auf dem Markt agieren wird. Danke sehr. Herr Stamatilopoulos, Frau Peter, wie sehen Sie die Unternehmen Ihrer Verbände aufgestellt für solche Technologien, die ja wirklich noch ganz am Anfang stehen? Also es gibt eine Reihe von Versuchsprojekten, von Pilotanlagen, die jetzt konzipiert werden. Ich schaue jetzt da auch ein bisschen in Richtung Wasserstoff. Und da sind unsere Mitgliedsunternehmen, die diese Anträge stellen. Der VGB bündelt die und sorgt dafür, dass die entsprechend auch finanziert werden oder auf alle Fälle realisiert werden. Wenn Sie das so meinen, wie verändert sich die Kultur der Unternehmen? Ich glaube, das ist ein langjähriger Prozess. Der hat sich jetzt nicht im letzten Jahr oder vor 4 Jahren gestartet, sondern das läuft. Und VGB hat jetzt in den letzten Jahren beschlossen, eine unterstützende Leistung zu entfalten in diese Richtung. Dankeschön, Frau Peter. Wie sieht es beim BEE aus?
Ja, natürlich sind die Unternehmen immer an neuen Geschäftsmodellen interessiert und das ist ja seit Jahr und Tag so, dass man sich umschaut, was sind die nächsten Schritte und gerade was das Thema Sektorkopplung angeht, sind schon eine Reihe von Unternehmen engagiert, sei es im Norden die Windunternehmen, die sich an Projekten beteiligen zu Wasserstoffproduktion oder anderen Sektorenkopplungsmöglichkeiten. Es ist die Solarbranche, die natürlich daran interessiert ist, dass man in Kopplung mit Speichern zu Hause oder auch als Industrieunternehmen den Strom speichern und länger verwenden kann, statt ihn ins Netz zu speisen. Es ist die Bioenergie, die Lösungsansätze gibt, um, was ich eben schon ausgeführt habe, die Flexibilisierung mitzugestalten, die wir zunehmend brauchen im Energiesystem. Und von daher sind da natürlich alle nah dran, auch interessiert und vor allen Dingen auch interessiert, dass Politik die Weichen stellt, weil, wie im Vortrag hervorgehoben, es gab leider bei Weichenstellungen, die viele Arbeitsplätze und viel wissenschaftliches Know-how beziehungsweise auch technologisches Know-how vor allen Dingen zerschlagen hat in den letzten Jahren. Also, dass man da eine Investitions- und Planungssicherheit schafft, die über ein paar Jahre hinausgeht, als Politik die Dinge mitdenkt und an den innovativen Branchen, die oft weiter sind, als die Politik selber, sich hier beteiligt und Lösungsmöglichkeiten sucht, das würde ich mir noch stärker wünschen. Ansonsten, die Branche ist aufgestellt, sie übernimmt auch die Systemverantwortung der Zukunft und ist zuversichtlich, dass wir das national, europaweit, international auch stemmen können. Dankeschön, Frau Peter. Das ist ein optimistischer Ausblick, das finde ich sehr schön. Wir müssen so langsam zum Ende unserer Diskussion kommen und ich würde gerne alle Teilnehmer unserer Diskussion noch einmal zu einem etwas übergeordneten Aspekt befragen. Wir haben jetzt sehr, sehr viele unterschiedliche Faktoren der globalen Entwicklung der Transformation des Energiesystems beleuchtet und wir könnten sicherlich noch Stunden weiter diskutieren. Doch ich würde gerne sozusagen zum Abschluss von jedem von Ihnen noch einmal ein Statement hören. Wir haben jetzt ganz viel gehört. Regulatorischer Rahmen muss stimmen, Investitionsbedingungen müssen stimmen, Technologien müssen weiterentwickelt werden. Aber was ist aus Ihrer Sicht jeweils das Vordringlichste, was passieren muss, damit wir die Energiewende nicht nur in Deutschland, sondern insbesondere auch global gesehen zu einem Erfolg führen können? Herr Bryson, möchten Sie beginnen? Was ist Ihr vordringlichstes Argument? Was muss passieren? Damit die Änderung wirklich in der Größenordnung passieren kann, wie wir es brauchen, benötigen wir die Politiker auf der ganzen Welt, die sich die übereinstimmen müssen und die auch dem zustimmen müssen, dass wir einen Rahmen brauchen, um investieren zu können, um dies in der Zukunft zu ermöglichen. Und ich denke, wir haben jetzt im Augenblick die Chance, als die internationale Agentur und Dr. Börl hat gesagt, dies ist das erste Mal, dass er festgestellt hat, dass auf dem Energiesektor dass beispielsweise Wasserstoffkonzepte entwickelt werden. Wenn wir ein Konzept entwickeln können, um grenzüberschreitende Gewissheit zu schaffen, dass wir als globale Unternehmen Investoren kommen, dann haben wir eine Chance auf einen Wechsel. Und das wäre auch ein Anreiz für die Menschen, zu investieren und ihr Kapital einzusetzen. Argument, damit wir in eine glorreiche Energiezukunft starten können. Mein größter Wunsch wäre da, dass wir den Worten Taten folgen lassen. Das heißt, dass der Mensch mit Akzeptanz gibt für das, was passiert. Allgemeinwohl vor Individualwohl, das gab es früher schon mal. Früher habe ich mal gelernt, meine Freiheit geht so weit, wie sie die Freiheit des anderen nicht beschränkt. Wenn man also wieder sich zurücknimmt und für das große Ganze auch bereit ist, Teile der Lasten mitzutragen, sonst wird es nicht funktionieren. Wenn jeder nur auf sein individuelles Interesse schaut, wird es nicht funktionieren. Dankeschön. Ein starkes Plädoyer für gemeinsam vorwärts zu gehen. Herr Fischedick, was sagt der Wissenschaftler? Was muss passieren, damit wir einen erfolgreichen Umbau unseres Energiesystems sehen können? Ich würde es gerade vor dem Hintergrund der Situation, in der wir uns gerade befinden, gerne ein bisschen abstrakter formulieren. Ich glaube, wir sollten versuchen, aus der Corona-Krise, in der wir alle drinstecken, zu lernen, dass Wirtschaft und Gesellschaft verletzlich ist, dass Krisenprävention eine zentrale Bedeutung hat. Das gilt natürlich gerade auch mit Blick auf Krisen, von denen wir wissen,
dass sie kommen, wenn wir nicht handeln. Und das ist die Klimakrise. Insofern ist es fahrlässig, jetzt nicht gerade in diese Richtung Krisenprävention zu betreiben. Und das heißt, wir müssen jetzt alle, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, Anstrengungen unternehmen, damit wir die Lösungen, die da sind, konsequent angehen. Und da ist dieses Jahrzehnt, das dritte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, das entscheidende Jahrzehnt dafür, wo sich entscheiden wird, ob wir tatsächlich die Klimaschutzziele von Paris erreichen werden. Insofern braucht es eine gemeinsame Anstrengung von Politik, Wirtschaft, aber eben auch Gesellschaft. Das ist mein frommer Wunsch an uns alle, wenn man so will. Dankeschön, Herr Fischedick. Frau Peter, was ist Ihr Wunsch oder was ist Ihr vordringlichstes Argument? Was muss passieren? Ich wünsche mir vor allen Dingen einen fairen Markt mit fairen Preisen, heißt eine CO2-Bepreisung, die die Herausforderungen der Klimakrise aufnimmt und gleichzeitig Innovationsmotor ist, flankiert von einem neuen Energiemarktdesign, was auch die Rahmenbedingungen so legt, dass die erneuerbaren, sauberen Technologien im Zentrum stehen. Und dann bin ich sicher und greife das auf, was Herr Fischedick sagt, dass wir krisenresilient aufgestellt sind, um Klimakrise, gesellschaftliche Krisen der Zukunft auch zu stemmen, weil Gesundheit, Klimaschutz, Umwelt- und Naturschutz derzeit prioritär zu behandeln sind. Dankeschön, Frau Peter. Herr Stamatilopoulos, Sie werden heute 100, also nicht Sie, sondern der VGB, aber ich glaube, wenn man 100 wird, da hat man sozusagen die Ehre des letzten Wortes und auch den größten Wunsch frei. Vielen Dank für die Glückwünsche für die 100 Jahre des VGB. Ich würde auch persönlich wünschen, dass wir viel mehr genehmigte Projekte haben und dass Projekte vorankommen und dass nicht gestoppt werden. Es macht überhaupt keinen Sinn, das Projekt des anderen zu stoppen, weil irgendwann wird man selbst von dieser Taktik und von dieser Mentalität betroffen und das sehen wir gerade. Also wir haben mittlerweile Genehmigungszeiten für gute Onshore-Windprojekte von bis zu 60 Monaten. Und obwohl wir einen Rahmen haben, breiten politischen Konzept, dass wir in diese Richtung uns entwickeln wollen. Und für mich ist das Erste und das Wichtigste, was gemacht werden soll. Auch die aktuelle EEG-Novellierung bringt nichts, wenn wir dieses Genehmigungsmentalitätsthema nicht erfolgreich lösen. Danke sehr. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt schon am Ende unseres Online-Festakts zum 100-jährigen Bestehen des VGB angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht, wie es uns hier in Essen gemacht hat. Im Namen des VGB möchte ich mich ganz herzlich bei allen unseren Referenten des heutigen Tages bedanken, bei denen, die hier im Studio beim VGB waren, aber auch bei Ihnen, Herr Fischedick und Frau Peter, die Sie ganz wunderbar die Technik auch gemeistert haben, um uns hier virtuell und online mit dabei zu sein. Aber unser herzlichster Dank geht heute an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn Sie haben die Veranstaltung gerade eben so anregend gemacht mit jeder Menge Fragen, die Sie gestellt haben. Wir konnten aufgrund der Zeit nicht alle Fragen berücksichtigen, aber der VGB steht sicherlich da zur Verfügung. Und da möchte ich gerne einmal auf die aktuellen Zahlen und Fakten des VGB hinweisen. Die leisten sicherlich einen Beitrag zu der Diskussion und auch zu den Fragen. Im Anschluss an diesen Festakt findet jetzt ab 16.30 Uhr die Mitgliederversammlung des VGB statt. Zu dieser haben Sie eine separate Einladung erhalten mit Zugangsdaten für die berechtigten Vertreter der Mitgliederversammlung. Bitte bleiben Sie also einfach online. Es wird hier eine kurze Pause geben und ab 16.30 Uhr können Sie dann der Mitgliederversammlung folgen. Wenn Sie etwas später zu unserem Online-Event heute eingeschaltet haben oder wenn Sie zwischendurch etwas anderes zu tun hatten, können Sie gern die gesamte Veranstaltung als Aufzeichnung nochmals ansehen. Diese wird in den nächsten Tagen auf der Website des VGB eingestellt werden. Also bleiben Sie online und gucken Sie mal drauf. Ja, dann bleibt mir nur noch Ihnen aus Essen einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag und eine gute restliche Woche zu wünschen. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auf dass ein Wiedersehen auch hoffentlich bald wieder persönlich möglich ist und nicht nur virtuell. Wir verabschieden uns hier mit einem ganz herzlichen Gruß vom Energiecampus in